auf den Link und dann mache ich WhatsApp auch zu. Genau, Sonst der schon mal Link. Hallo an alle. Genau, hallo an alle, die vielleicht schon zuschauen. Ja, jetzt dürften wir auf jeden Fall online sein. Herzlich willkommen. Wir sind schon bei Folge 6 angekommen. Ein frohes neues Jahr, würde ich als erstes mal sagen. Wir haben heute den 4. Januar. Wie versprochen, nur vielleicht ein paar Minuten zu spät oder ein bisschen später. Zu spät ist man ja nie. Ja, wer ist wieder dabei? Natürlich unser One and Only Kelvin. Hallo ihr da draußen. Hallo, schön wieder hier zu sein. Ich freue mich erneut, mit euch und dir zu sprechen. Und ich bin mir sicher, dass das auch wieder sehr aufschlussreich wird. Wir haben ja diesmal tatsächlich recht viel Input bekommen, was es uns natürlich einfach macht, diese Folge zu füllen mit coolem Inhalt. Genau, ja, deswegen freue ich mich auf die Folge heute. Ja, genau. Und zwar ist es fast so eine Zuschauerfolge, würde ich fast sagen, weil wir haben Lockdown immer noch. Lockdown wird tendenziell auch mehr. Ich habe jetzt schon irgendwas gelesen, dass man irgendwie schon bis Ende Januar von ausgeht. Das heißt also, wir haben technisch in der Wohnung noch gar nichts machen können, aber wirklich gar nichts. Das heißt also, da sind wir kein Stückchen weitergekommen. Wir haben zwei Kernthemen als Fragen gehabt. Das eine Kernthema war das Thema Verwaltungstool, Abläufe, Automatisation, also wie mache ich mit wenig Aufwand möglichst effektiv das Ganze. Und das zweite war, was auch sehr spannend ist, also beide sehr, sehr spannende Fragen finde ich, wie man in kleineren Ortschaften kalkuliert mit den Übernachtungstagen. Und zwar ist ja so, in großen Städten habe ich ja den Vorteil, ich weiß, wann Messen sind. Es gibt vielleicht einen Tourismusverband, wo man sagen kann oder wo es Zahlen darüber gibt, wie viele Übernachtungen gibt es in der ganzen Hotelbranche, in der ganzen Stadt. Daran kann man sich ja recht gut herleiten. Aber eventuell gibt es ja so kleine Ortschaften, die sowas ja nicht haben. Das heißt also, ich kann mich da vielleicht nicht ganz so einfach auf fremdes Zahlenwerk verlassen. Ich kann mich nicht auf solche Automaten, wie gesagt, zum Beispiel eine Messe oder ähnliches drauf verlassen. Und das war so die zweite Kernfrage: Wie kalkuliert man halt die Übernachtungstage, Nächte, ich weiß gar nicht, wie man sagt, also die Übernachtungen? Die zwei Themen nehmen wir mal gleich mit. Dann habe ich noch einen kurzen Bericht. Und zwar, wenn wir jetzt schon bei Airbnb sind, ich wollte bei Airbnb was buchen und habe aus Sicht eines Kunden, also eines baldigen Kunden von uns auch das Ganze mir angeschaut und ich war von einigen Punkten überrascht. Und das Wichtigste vorweg, ich habe es nicht geschafft zu buchen. Aber das erkläre ich gleich nochmal in Ruhe. Hatte verschiedene Gründe. Aber ja, da komme ich gleich drauf, habe ich ein paar Punkte mitgeschrieben, weil das ist echt, also wenn man, ich bin ja bei Airbnb, ich hatte zwar die App, ich hatte auch einen Account, aber wie es halt oft so ist, mehrere Handywechsels, das Kennwort war natürlich vergessen. Ich muss mich also wieder neu registrieren. Dann natürlich hattest du eine kurze Historie. Die wollten meinen Ausweis haben. Ich habe meinen Ausweis abfotografiert, hochgeladen. Das hat dir aber nicht gereicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der war leserlich, aber nicht beide Seiten. Da muss ich nochmal neu machen. Und war auf jeden Fall spannend. Also, wenn ihr Airbnb buchen wollt und das erste Mal das macht, kann ich euch auf jeden Fall dringend empfehlen, ladet irgendwelche Ausweisdokumente. Das heißt, du kannst einen Führerschein, Passport oder Personalausweis. Personalausweis ist ganz wichtig, die wollen beide Seiten haben. Das habe ich bei den ersten Anfragen nämlich nicht gecheckt. Das Gute ist, die antworten sehr schnell. Das war irgendwann, ich glaube, am Sonntag. Und ich habe innerhalb von 20, 30 Minuten immer die Nachricht gekriegt, dass die Unterlagen nicht ausreichend sind. Also das ging echt schnell. Das ist also nicht gut. Natürlich, die haben wahrscheinlich, die sitzen nicht in der deutschen Zeitzone. Das heißt, wahrscheinlich war das bei denen volle Arbeitszeit. Das war, glaube ich, immer sonntagsabends, so ich das gemacht habe, als die Kinder im Bett waren. Ja, aber das war auf jeden Fall sehr spannend. Also immer Ausweis hochladen, habe ich daraus gelernt. Und dann, wenn wir schon dabei sind, erzähle ich mal kurz zu Ende. Wir sind ja im Ruhrgebiet hier. Und es ist so, dass es gibt hier halt so ein kleines Vorortskigebiet im Sauerland. Das ist so 1,5 Stunden bis 2 Stunden weg. Und da gibt es halt so den Ort dafür, wo man hinfährt, ist Winterberg oder der berühmteste Ort dafür. Und deswegen habe ich halt, ich habe zwei kleine Kinder, 5 und 9. Und natürlich sind super geil auf Schnee. Und deswegen haben wir halt irgendwie gedacht, wir buchen mal für 2, 3 Nächte irgendwas. Hotels sind ja zu. Es ist für Private ist es nicht zulässig, aber das wäre eine Geschäftsreise, weil wir ja das Airbnb-Konzept ja
testen. Deswegen wäre es also rein geschäftlich gewesen. Das wäre also wieder erlaubt. Habe ich auch ankreuzen müssen. Das wäre also alles in Ordnung dabei. Nur, ich habe diese Unterkunft nicht buchen können, weil die nicht beschädigt wurde. Und mich haben da mehrere Sachen halt interessiert oder ja, ein bisschen überrascht auch dabei. Bei Airbnb buchen heißt, das erst, was ich überraschend fand, Kelvin, keine Größen von Unterkünften. Ich habe die zumindest nicht gefunden. Mhm. Ist das so? Ist das üblich? Ja, genau. Also Airbnb ist wesentlich leaner, was die Informationskartei angeht, als Booking. Also sehr, sehr schmal aufgestellt. Da geht es halt ums Wesentliche, um die Übernachtung. Und man bekommt diese Informationen meistens, wenn es gute Inserat-Ersteller sind, tatsächlich nur über die Beschreibungstexte raus. Dass man dann die Ausstattungsmerkmale sieht, dass man die Größe der Wohnung, die Aufteilung der Wohnung. Wenn jemand richtig, richtig ausgefuchst ist, gibt es sogar einen digitalen Grundriss, den man dann sehen kann. Genau, also da gibt es viel Optimierungsbedarf und wenig Bereitstellung von der Seite selbst. Also von Airbnb selbst, genau. Ja, das haben wir aber ganz bewusst so gemacht. Also ich kenne das immer im amerikanischen Raum oder auch Südafrika oder England ist es üblich, dass du halt die Größenangabe niemals dabei hast. Normalerweise sprechen wir in Raumanzahl und die haben es halt nicht. Bei uns ist das Standard, also bei uns ist immer, jeder fragt, wie viel Quadratmeter hat die. Ne? Ich glaube, ich würde sogar fast sagen, dass die Quadratmeterzahl sogar vor der Raumzahl kommt, zumindest in Deutschland. Auf dem amerikanischen Markt habe ich ein bisschen Erfahrungswerte, Südafrika ebenfalls. Und da war es immer so, dass sie immer zuerst die Raumanzahl nennen. Und wir, ja, dumme Europäer, dumme Deutsche, wir fragen immer nach, wie viel Quadrat oder Square Meter ist das. Und dann kriegst du erst, teilweise kriegst du den Fall, so, weiß ich nicht. Ne? Aber wie gesagt, erst dann kriegst du Informationen, wie viel das tatsächlich denn an Größe ist. Daher, ich glaube, das kann auch daran liegen, weil es einfach ein US-Unternehmen ist, weil es einfach bei denen ne, nicht eingedeutscht ist, diese Größenangabe einfach. Ne? Das kann man vorstellen. Ja. Genau. Was ich aber total gewundert hatte, ist, und das ist nämlich ein Punkt, was heute sehr gut reinpasst, ich konnte nicht automatisch buchen. Also ich weiß, ob der was falsch eingestellt hat, das war auch kein Superhost, aber die Unterkunft war ganz cool, weil da gab es direkt noch einen Pool und noch eine Sauna dazu, deswegen wollte ich die ganz gerne haben. Aber ich konnte nicht automatisch buchen. Also das heißt, ich habe ja gesagt, welcher Zeitraum natürlich. Ich habe gesagt, wie viele Personen und so weiter. Das war alles klar. Dann kriege ich ja nochmal eine Übersicht. So, und dann habe ich noch bezahlt, glaube ich. Genau, das Witzige war, die Buchung, ich habe bei PayPal bezahlt. Das Geld war schon weg. Ich habe schon die SMS auf Handy gekriegt, dass die Zahlung bestätigt wurde. Und danach habe ich abgeschickt. Konnte ich nicht, weil ich musste für den Gastgeber noch eine Nachricht hinterlassen. Gibt es so ein Freitextfeld, da musst du eine Nachricht reinschreiben. Da habe ich total gewundert. Und dann stand da nur, nicht buchen, sondern Reservierung verbindlich anfragen. Das ist, kann sein, dass das ist jetzt schwer zu beantworten, was genau die Ursache ist. Es wird so sein, zwangsläufig, dass er sofort Buchung ausgeklickt hat. Also du kannst das aktivieren manuell, dass die Leute sofort buchen können. Das wird ja auch von der Plattform empfohlen, weil du dann besser rankst und ne, das ist ja benutzerfreundlicher und alles, was sehr benutzerfreundlich ist, bedeutet automatisch, die Plattform hebt dich hervor. So ein bisschen wie bei Google halt, ne? Wenn dein Beitrag sehr hilfreich ist und ausgedehnt, ist es immer ein bisschen Seite 1. Ja, Seite 1 ist dann realistischer, als wenn du kurze, schlechte Beiträge machst. Das kann aber sein, dass gerade in Winterberg und in diesen Hochsaisongebieten, dass die da einfach aktuell die Sofortbuchung manuell ausgeschaltet haben, weil so viele Anfragen kamen und das ganz viele touristische Reisen waren und die dann sofort gebucht haben und die dann immer wieder diese Buchung rückabwickeln mussten, weil sie diese Leute natürlich rechtlich nicht empfangen dürfen, aber Airbnb die Sofortbuchung dann halt trotzdem durchgehen lässt. Genau, deswegen ist das, kann das so sein. Es kann aber natürlich auch so sein, dass es vielleicht ein älterer Vermieter war, der diese ganzen Sachen auf Airbnb nicht aktiviert hat und gerne vorher nochmal mit den Leuten schreibt und die ein bisschen kennenlernt oder so. Das kann ich jetzt so aus der Entfernung natürlich nicht beurteilen. Aber es gibt auf jeden Fall diese Funktion sofort buchen und das kann man sogar als Gast als Filter oben einstellen. Genauso wie du Superhost einstellen kannst, kannst du auch Sofortbuchung einstellen und dann ist die Buchung der Wohnung sofort möglich.
Okay, also lag es nicht an mir. Dann sagst du, Nee. das ist okay, alles klar. Weil ich habe schon gedacht, Oder was auch sein könnte, ist, dass er angeklickt hat, dass es nur mit funktionierendem Lichtbildausweis, der verifiziert wurde, oder dass die gewissen Angaben, dass du schon, er kann zum Beispiel auch anklicken, dass nur Gäste sofort buchen dürfen, die schon eine Bewertung haben oder so, ne? Und dass das vielleicht gefehlt hat. Dass so eine Bedingung, die er zur Sofortbuchung hinzugefügt hat, bei dir noch gefehlt hat, weil du ein neuer Account warst. Genau, das könnte noch sein, aber es lag dann definitiv nicht an dir, sondern an den Bedingungen, die der Gastgeber gestellt hat. Okay, verstehe. Also nicht Grundsatzproblem, sondern einfach jetzt Einzelfallschicksal. Okay. Und was mich gewundert hat, ist, Nachricht ist Pflicht. Ich muss was reinschreiben. Ne? Das Das hat mich auch kann gewundert. er auch bestimmen. Also Okay, das alles klar. ist, gehört auch zu seinen Bedingungen, genau. Okay. Und dann habe ich noch eine zweite Anfrage gemacht, weil ich fand es doof, dass ich keine Zu- oder Absage gekriegt habe. Deshalb habe ich noch eine zweite Anfrage gehabt. Da habe ich aber auch gar nicht gebucht. Und die hat einen Service hinterher gehabt. Ich habe jeweils SMS gekriegt, dass sie meine Anfrage gekriegt hat. Ich habe eine SMS gekriegt, dass sie mir gleich was schreiben wird. Und ich habe eine SMS gekriegt, dass sie was geschrieben hat. Und dann auch nur die E-Mail hinterher. Und ich habe darauf nicht geantwortet, weil wir nachher festgestellt haben, das war ein bisschen außerhalb. Was uns da gefallen hatte, war, das Objekt war sehr cool. Aber wir haben dann festgestellt, dass das Gebiet gesperrt war. Deswegen haben wir dann nicht weiter verfolgt. Und die hat nochmal nachgefasst per E-Mail nochmal, dass sie E-Mail noch geschrieben hat, sie hat meine Buchung erwartet, nicht gekommen. Ich soll nochmal jetzt buchen oder sowas. Ne? Also nochmal so ein Nachfass-E-Mail. Also die hat schon ein bisschen ja, geschickter gemacht, ne? Sage ich jetzt einfach mal. Antworten kann man von 10 Minuten, 10, 15 Minuten maximal. Allerdings automatische Systemnachrichten, schlecht übersetzt. Ne? Steht auch noch unten drauf, Translate wie Google. Ne? Okay. Und diese typischen Dings, diese typischen, ich kann dir mal ein paar vorlesen, in diesem Stil, wo du echt, wo, das springt dich einfach an. Du weißt, dass es einfach nicht echt ist, ne, oder halt ein Automat ist. Ne? Deswegen, also das ist. So, dann die erste E-Mail kam: Hallo Christian, mein Name ist JS und ich arbeite für Karen. Karen ist wohl die Vermieterin oder so, ne? Ich hoffe, du bist sicher und gesund inmitten der Gesundheitskrise. Smiley. Bitte geben Sie 5 Minuten, um Ihre Fragen zu beantworten. Punkt. In Verbindung bleiben. Punkt. Ja, so, das war die erste. Ich suche gerade die zweite. Also die war auch im selben Stil. Genau, dann habe ich ganz E-Mails gekriegt, weil mein Ausweis, mein Lichtbild nicht dabei war. Die zweite, wo ist die zweite von ihr? Genau. Danke, dass du bei mir bleibst. Smiley, Smiley. Es ist mir eine Freude, Ihre Nachricht zu sehen. Ich würde mich freuen, Sie in Ihrem nächsten Aufenthalt begrüßen zu dürfen. Ich möchte bestätigen, dass der Haus, an dem von Ihnen ausgewählten Daten vom 3. bis zum 5. Januar 2021 verfügbar sein wird. Sie können mit dieser Reservierung fortfahren und sicherstellen, dass Sie einen fantastischen Aufenthalt hier haben werden. Ich habe auf die 14% Servicegebühr vom Preis verzichtet. Dies würde Ihnen helfen, eine gute Menge Geld im Vergleich zum ursprünglichen Preis des Hauses zu sparen. Lassen Sie sich wissen, wenn Sie Fragen haben. Die ganzen Sprechfehler, ne? Das sind keine Sprechfehler, das ist so geschrieben, ne? Was geht Und dir dabei durch den Kopf? immer dann Translated with Google steht da unten noch als Zeile mit drin, ne? Und letzte E-Mail von ihr war also dann die E-Mail dann zum Nachfassen. Ich habe Ihre Buchung erwartet. Bitte lassen Sie mich wissen, wenn Sie weitere Hilfe benötigen, da andere Gäste an denselben Daten interessiert sind. Ich empfehle Ihnen, schnell zu buchen. Also Verknappung. Was geht dir dabei durch den Kopf, wenn du dich jetzt in Karen reinfühlst? Ja, ich bin jetzt nicht so der emotionale Mensch bei Karen oder sowas, aber ich finde einfach, also ich werde gerne entweder wertgeschätzt oder ernst genommen oder nicht. Ich kann dir ja mal meine Buchungsbestätigungsnachricht vorlesen. Genau, lass uns auch gleich darauf eingehen, weil das ist doch heute die zwei Themen, die wir hatten. Wir haben ja kurz angeteasert, das waren die zwei Kernfragen, die wir hatten, die Verwaltungstools und da würde ja auch diese automatischen Nachrichten ja perfekt reinpassen. Ja, also ich lese jetzt nicht alle vor, ich lese nur mal die erste vor. Bei mir gibt es insgesamt fünf Fünf. Nachrichten, die automatisch Mit dem Penner rausgehen. oder was?
Nee, die sind ganz gut verteilt tatsächlich. Also Okay. darüber können wir dann auch nochmal sprechen. Ja, kannst du mal kurz anteasern, also was sind denn fünf? Also erstmal wahrscheinlich sowas wie eine Willkommensnachricht, eine Genau, Welcome-Message. also ich habe jetzt also Buchungsbestätigung, die ist für jede Wohnung gleich. Die wird dann auch für Essen sozusagen einfach nur stringent übernommen. Und das ist, die Nachricht lautet: Hallo, dann Vorname, also in dem Fall Hallo Christian, vielen Dank, dass du dich für das Apartment, in dem du gebucht hast, entschieden hast. Wir freuen uns auf deinen Aufenthalt vom bis für so und so viele Personen. 2 Tage vor deiner Ankunft kontaktieren wir dich, um die Check-in-Anleitung mitzuteilen. Du wirst bei uns eine schöne Zeit haben und wenn du weitere Informationen benötigst oder Fragen hast, so melde dich bei uns. Lieben Gruß aus Leipzig, Kelvin. Okay. Nee, gut, So. klar. Ich habe ganz vergessen, ich habe jetzt ja spontan gebucht, aber klar, es kann auch sein, jemand im Voraus bucht, dass du quasi dann die erste Buchungsbestätigung und dann erst noch eine zweite für, okay. D'accord. Genau. Und dann kommt, wie schon angeteasert, 2 bis 3 Tage vor Anreise immer die Check-in-Anleitung, wie das mit dem Check-in funktioniert. Dann kriegen die den Link zum Welcome-Book, wo sie dann auch das digitale Gästebuch, auf das wir auch später eingehen, nochmal geschickt bekommen, wo sie dann Informationen zur Umgebung finden, wo sie Supermarkt und alles drumherum, ne? So Events und Veranstaltungen, das ist natürlich gerade ein bisschen schwierig, aber halt zum Beispiel auch Museen und mögliche touristische Aktivitäten schon mit Preisen hinterlegt. Und da sind dann halt auch die Produktplatzierungen, die in der Wohnung zu finden sind, aufgelistet und die Check-in-Anweisung oder zum Beispiel die Anleitung, wie die Kaffeemaschine funktioniert. Das findet man alles in diesem Gästebuch digital. Und dann gibt es bei mir eine dritte Nachricht und das ist am selben Tag, 12 Uhr. Wenn meine Reinigungskraft aus der Wohnung raus ist und den Schlüsselcode entsprechend angepasst hat, kommt dann nämlich die Nachricht mit dem Schlüsselcode um 12. Der wird natürlich nicht für jeden Aufenthalt verändert. Das wäre auch für die Reinigungskraft aufwendig und meistens ist es erfahrungsgemäß gar nicht nötig, dass man den sehr oft wechselt. Bei mir ist es so, ich mache das Pi mal Daumen, je nach Gästewechsel. Jetzt gerade ist natürlich nicht ganz so viel los, Corona-bedingt. Vorher habe ich das so einmal alle 2 Wochen gemacht. Gerade mache ich es einmal alle 4 Wochen, dass der Code einmal gewechselt wird. Dann gebe ich das in mein System ein und dann ist allen klar, wie der Code ist. Den kriegen die um 12 geschickt, dass sie vorher einfach nicht rein können, weil ich da bis dahin auch keine Reinigung gewährleisten kann. Dann kriegen sie eine Nachricht, nachdem sie aufgewacht sind, sozusagen nach der ersten Nacht, wo ich dann frage, hey, war bei dir alles in Ordnung? Ist dir irgendwas aufgefallen, was ich besser machen kann? Oder, beziehungsweise ich hoffe, dein Aufenthalt ist bis hierhin super. Ich hoffe, du hast toll geschlafen. Der Kaffee hat gut geschmeckt. Wenn du Fragen hast oder irgendwas nicht in Ordnung ist, gib mir doch gerne Bescheid, damit ich das ändern kann, beziehungsweise versuchen kann, noch irgendwas für dich einzurichten. Ne? Das sind dann manchmal so Sachen wie, hey, ja, wir haben gestern sind wir angekommen und wir haben jetzt die Waschmaschine noch nicht gefunden. Kannst du uns sagen, wo die ist oder so? Und dann verweise ich auf das Welcome Book und sage, da findet ihr eine Anweisung, wie ihr die Waschmaschine findet. Da ist ein kleines kurzes Video drin oder so. Und dann finden sie die. Und dann gibt es immer bei mir noch zum Abreisetag morgens um 7 eine Nachricht, dass sie bis 11 Uhr bitte die Wohnung verlassen, weil meine Reinigungskraft schon sich auf dem Weg macht dann. Und dass sie den Schlüssel gerne auf dem Tisch liegen lassen können und dass ich mich, wenn sie dann wieder zu Hause angekommen sind, in aller Ruhe über eine Bewertung sehr freuen würde. Genau. So, und dass ich halt hoffe, dass der restliche Aufenthalt gut war und alles. Das ist dann, das stelle ich dann tatsächlich nur manuell um, wenn die Leute nur eine Nacht bei mir bleiben, weil das dann doch ein bisschen sehr spammy wäre, 5 Nachrichten in 24 Stunden zu bekommen. Genau, und ansonsten läuft das System aber so durch und hat in der Vergangenheit immer dazu geführt, dass wenn mal irgendwas war, ich das halt schon nach der ersten Nacht wusste und dann halt einschreiten konnte. Also wenn zum Beispiel jemand gesagt hat, ja, der Kaffee hätte bestimmt gut geschmeckt, es ist nur der Kaffee ist alle und die Reinigungskraft hat mir das nicht gesagt, na, dann kann ich der Reinigungskraft Bescheid sagen, ey, bring mal schnell noch ein Päckchen Kaffee vorbei. Du hast ja einen Schlüssel, die sind jetzt unterwegs, dann stellen die das dahin und dann ist alles gut. Genau. Sehr gut, sehr gut. Ist ja fast eine E-Mail-Kette, aber macht durchaus Sinn. Also ich fand am ersten Moment, wie gesagt, fünf irgendwie erschlagen oder hat sich viel angehört.
Aber macht Sinn. Also erstmal die Bestätigung, dann zweitens ja, kurz vor Anreise mit den Instruktionen, dann erst kurz vor Betretungsmöglichkeit, erst die Details, wie er wirklich reinkommt. Ich finde auch die Idee mit diesem, was kann ich besser machen, hat ihm was gefehlt. Das ist, glaube ich, daher ganz schlau. Es ist oft so, Leute, vielleicht melden sich nicht und sind dann sauer, wie jetzt mit dem Beispiel mit dem Kaffee. Und dann halt sagen wir, gehen wir eine Bewertung und sagen irgendwie, keine Ahnung, statt 5 Sterne nur 3 oder 2 oder sowas und sagen, ja, irgendwie, weiß nicht, Kaffee ist alle und ich bin so ein Kaffee-Freak. Ohne Kaffee, deswegen gibt es nur 2 Sterne, weil der musste die ganze Zeit, alle meine Umgebung musste mit schlechte Laune aushalten, weil ich keinen Kaffee hatte oder sowas, ne? Naja. Das ist ganz cool dabei, auf jeden Fall. Weil ich glaube, selbst wenn du den Leuten sagst, melde dich, wenn was ist und so weiter, ich glaube, das ist trotzdem was anderes. Wenn du nochmal nachfragst, also aktiv fragst und sagst, hast du noch etwas oder ist irgendwas, passt irgendwas nicht, ne? Das, glaube ich, ist mal eine coole Sache, was, glaube ich, schon sich im Ranking oder in den Bewertungen mit Sicherheit sich sehr positiv auswirkt. Ja, das glaube ich auch. Genau, ja, genau. Du hast also erstens hast du diese du hast diese emotionale Anbindung, ne, dass du schon von Anfang an sagst, wenn alles in Ordnung ist, würde ich mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen. Und wenn etwas nicht in Ordnung ist, dann lass es mich bitte wissen. Und wenn du dann am Ende nochmal sagst, hey, ich hoffe, du hattest einen tollen Aufenthalt und ich würde mich sehr über eine 5-Sterne-Bewertung freuen oder über eine gute Bewertung freuen und der Gast genau weiß, ey, es gab ein Problem, aber der Gastgeber hat sofort reagiert. Oder es gab gar kein Problem, ich musste mich gar nicht bei ihm melden, dann gibt er eher eine 5-Sterne-Bewertung oder lässt die Bewertung halt bleiben. Also das habe ich auch öfter, dass Geschäftsreisende vor allem einfach nicht bewerten, weil sie keine emotionale Verbindung haben, weil es halt wirklich nur ein Schlafplatz ist. Und dann sind sie in der Regel nicht so geflasht oder haben gar keine Zeit, so geflasht zu sein, sondern haben dort wirklich einfach nur ein Business-Meeting. Und da ist es dann, ja, auf denen ihrer Agenda nicht so hoch. Und deswegen schreibe ich halt zum Checkout diese Nachricht nochmal, einfach, dass ich mich sehr über eine Bewertung freuen würde, um das ins Gedächtnis zu rufen. Und manchmal klappt es und manchmal nicht. Und dann ist okay. So, aber da habe ich eine ganz gute Quote. Und bis jetzt, bei Booking kann man sagen, sind die Leute definitiv strenger. Ich glaube aber, das liegt auch mit der riesengroßen Bewertung zusammen, die du auf Booking abgeben kannst. Ich weiß nicht, ob du mal eine Bewertung geschrieben hast für Booking. Noch nie, auch woanders nicht. Wir kriegen ja auch immer nach jedem Hotelaufenthalt, nach jeder Reise, kriegst du auch immer, ne, bewerten sie und so weiter. Warum? Ne? Wenn es nicht schlecht ist, wenn man nicht gefallen ist, habe ich mich beschwert oder halt ne, mich dafür irgendwie eingesetzt, dass das gefixt wird oder sowas. Und dann ist gut. Also nein, ich bin nicht mehr dafür schlecht. Genau, so und aber auf Booking, wir können uns das, kann ich nicht zeigen, wenn ich nicht in einer Wohnung bin, aber du hast 8 Punkte, die du von 0 bis 10 bewerten kannst. Mhm. Und diese 8 Punkte sind halt so aufgeteilt: Personal, Komfort, Genauigkeit der Angaben, Standort. Na, so, also da sind echt viele Sachen, das sind jetzt 4 von 8, es gibt noch mehr und bei Airbnb ist das ein bisschen leaner gehalten, du hast Kommunikation, du hast Standort und du hast Preis-Leistungs-Verhältnis, das können die bewerten und dann können sie dir noch Komplimente geben. Blitzblanke Sauberkeit, schöne Details, super Kommunikation, sehr freundlicher Gastgeber, können verschiedenste Komplimente noch dazugeben. Mhm. Und auf Booking ist es dadurch, dass es so groß ist, super schwierig, 10 Punkte zu bekommen, weil die Leute dann halt überall irgendwie was zu meckern finden. Wenn du von 0 bis 10 bewerten kannst, bist du eher angehalten, eine 9 zu geben und denkst, boah, das ist schon richtig gut. Ne? Eine 9 ist schon echt, das ist schon in der oberen Liga. Und die Deutschen sind eh ein bisschen, und die Österreicher auch, sind so ein bisschen, naja, ich gebe nie volle Punktzahl, ne? Weil nach Luft nach oben ist immer und überall. Und dann stehst du halt da. Ich habe auf Airbnb nach mittlerweile 35 Bewertungen oder so 5,0 immer noch. Also perfekte Punktzahl, besser geht's nicht. Und auf Booking habe ich eine 8,7 oder so, weil es da immer irgendwas gibt, wo die Leute dann der Meinung sind, einen Punkt oder 2 Punkte abzuziehen. Und dann bist du in einer anderen Gesamtwertung. Und das ist natürlich immer ein bisschen
bisschen schwierig dann. Das ist vor allem schwierig, wenn du so kleine Wohnungen hast, ne, wo du kannst keine Überraschungen einbauen, wie eine Sauna oder so, die dann da drinne ist, die dich von allen anderen abhebt, sondern du kannst den Schlafplatz nur so schön und angenehm wie möglich gestalten, und darüber halt Wow-Effekte rausholen, aber oder die Erwartungen übertreffen durch Gastgeschenke beispielsweise. Aber du hast halt, mit Standort bist du gebunden. Da geben die Leute, obwohl sie selber sich den Standort aussuchen, manchmal nur 6 Punkte von 10, weil sie müssen ja eine halbe Stunde in die Innenstadt laufen. Oder wo ich mir dann denke, aber ihr habt doch die Wohnung euch ausgesucht. Da geht es doch eher um die Genauigkeit der Angaben. Ist der Standort so wie beschrieben? Das ist dann immer so, naja. Aber das sind so, das kann man, glaube ich, nicht verhindern, egal wie gut man ist. Bestimmt nicht, ganz bestimmt nicht. Aber lass vielleicht mal doch zu einem Kernthema oder zu einer Kernthemen heute doch mal dann direkt schon mal rübergehen. Und zwar war ja das Thema Verwaltungstools. Ja. Und dabei war auch dabei ganz wichtig, wie kann man automatisieren? Also sprich, wie wir gerade schon hatten, wie kann ich dafür sorgen, dass ein Gast automatisch buchen kann und nicht erst eine Anfrage schreiben muss und eine Pflichtnachricht. Und die Nachricht, die ist ja individuell, ich muss sie mal lesen. Die muss ich mal lesen, die muss ich erst beantworten. Also das ist ja alles, glaube ich, was ja sehr kleinteilig sein könnte. Und da gibt es ja hat recht, wenn du einige Wohnungen hast, wird das auch eine lebensfüllende Aufgabe irgendwann werden, was ja eigentlich nicht unser Ziel ist. Ne? Wir wollen ja Ja. möglichst ja das effektiv und ähnlich wie mit deinen E-Mails. Ich glaube, deine Welcome-E-Mails, die schickst du auch nicht per Hand. Und du machst nicht irgendwie neue E-Mail auf deinem Handy auf oder in Outlook und dann schreibst du dann alles neu. Ne? Das wird alles Ja. vom System aus passieren. Ne? Also ich habe das am Anfang gemacht, einfach um ein bisschen Geld zu sparen, also zumindest mit diesem Mindset. Ich will so viel Geld wie möglich da rausziehen. Mit ein oder zwei Wohnungen geht das definitiv auch noch. Da tut das dann nicht so weh. Vor allem, wenn man, wie ich, also ich nutze sehr, sehr aktiv die Zwischenablage auf meinem Telefon und habe da ganz viele Links, die ich immer wieder brauche oder ganz viele vorgeschriebene Texte, die ich mir dann darüber abgespeichert habe. Mittlerweile gibt es auf Airbnb aber auch Nachrichtenvorlagen. Das gibt es auf Booking auch. Also das bedeutet, man könnte die abspeichern und selbst händisch losschicken. Einfach auf den Knopf drücken, dass die Nachricht jetzt losgehen soll. Auf der anderen Seite, wenn man angehalten ist dazu, mehrere Plattformen zu nutzen, also Booking, Airbnb, man hat noch eine eigene Webseite und einen Auftritt oder man entscheidet sich für, also es gibt insgesamt, ich glaube, 350 Portale, auf denen man sich listen lassen kann. Ne? So, das ist nicht ohne, es gibt echt, echt sehr, sehr viele, aber da sind von natürlich auch ganz viele regional abhängig. Es gibt zwei, drei große Player in China wie Agoda, die man hier überhaupt nicht kennt, zumindest nicht wirklich. Darüber buchen in der Regel auch nur Chinesen. Dann gibt es aber zum Beispiel auch was für Spanien, was ähnlich läuft. Und wenn man sich nur auf Deutschland fokussiert, dann hat man eigentlich maximal 5 große Player, kommt immer ein bisschen auf die Zielgruppe an. Dazu gehört Airbnb, Booking, Fevo Direkt. Dann, also HomeAway und Vrbo, Partner gehören zusammen. Da hat man dann die Expedia-Gruppe mit drinne. Und dann kann man sich noch listen lassen, beispielsweise auf hundeurlaub.de, wenn man Hunde erlaubt in der Unterkunft. Man könnte sich aber auch listen lassen auf meinmonteurzimmer.de, wo halt die Monteure beziehungsweise die Firmen für die Monteure Wohnungen suchen. Das kommt dann immer so ein bisschen auf die Ausrichtung an. Ich selber habe die meisten, also alle Wohnungen auf Airbnb und Booking. Das ist dann tatsächlich auch egal, wo. Also das ist sowohl in Thailand als auf dem Land, als in der Großstadt in Leipzig bei mir angebunden. Und Fevo Direkt habe ich auch an jedem Standort angebunden, außer in Thailand. Und in Thailand habe ich aber zum Beispiel HomeAway und Agoda online, was ich sonst bei keinem anderen habe. Also das ist dann immer so ein bisschen variabel. Und sobald man mehrere Player drinne hat, wird es schwierig, weil wenn du eine Buchung auf Booking bekommst, musst du auf Airbnb gehen, deinen Belegungskalender für den Zeitraum sperren, dann auf Fevo direkt dasselbe machen, monteurzimmer.de dasselbe machen. Und das frisst natürlich unglaublich viel Zeit, vor allem in Zeiten, wo Leute 1 oder 2 Nächte buchen. Ne? Also in Katlenburg zum Beispiel habe ich durchschnittlich 1,8 Nächte, die gebucht werden. Das ist natürlich gar nichts.
Ja, so, und wenn ich das für eine Einzelbuchung pro Nacht machen muss, dann ist der Übernachtungspreis schon fast nicht mehr gerechtfertigt für die Arbeit, die ich damit habe, nur durch das Buchungskalender synchronisieren. Und deswegen kaufen die Leute oder investieren die Leute in einen Channel Manager, so nennt sich das System. Und das ja, channelt dir die ganzen Buchungskalender in einem großen. Das bedeutet, du klickst dich da an, meldest dich da an und bindest deine ganzen Portale einfach nur an den Channel Manager und es kommt eine Buchung über Airbnb und er verwaltet den Belegungskalender so, dass keiner mehr buchen kann. Ja, es ist dann genauso, wie wenn über deine Website gebucht wird, ist automatisch auch auf allen Plattformen der Zeitraum sofort gesperrt. Und zwar sofort. Das ist ganz wichtig, weil es gibt natürlich Standorte wie Bayern München. Wenn in München Champions League gespielt wird und das Spiel sich entscheidet, ne, so, und dann klar ist, okay, es wird ein Heimspiel, das nächste Spiel, und wir spielen in Bayern, dann wird innerhalb von Sekunden auf jeder Plattform gebucht. Und dann hast du ganz schnell eine Doppelbuchung drin, für deine Unterkunft. Und dann diese Doppelbuchung zu stornieren, kostet dich als Gastgeber erstens richtig Kohle und du verlierst auf Airbnb zum Beispiel den Superhost-Status. Und dann bist du außerhalb von Booking dazu verpflichtet, einen gleichen Ersatz zu finden und dem Gast zu geben. Also du hast dann Arbeit und musst auch noch draufzahlen, falls es gegebenenfalls teurer ist als deine Unterkunft. Und das ist natürlich super ärgerlich und das will man vermeiden. Und es gibt Channel Manager, die haben eine Zeitverzögerung von 10 Minuten und das ist, das sollte man dringendst vermeiden. Genau, und das, da sollte man darauf achten, dass es eine zeitgleiche Synchronisierung ist, also eine echte Echtzeitsynchronisierung nennt sich das, dass man dieses Problem nicht hat. Ja, und ansonsten bei Channel Managern gibt es auch mittlerweile über 100. Da jetzt zu sagen, welcher perfekt ist und welcher nicht, das kann ich nicht. Da kann ich nur Empfehlungen aussprechen und da kommt es dann aber auch auf das persönliche Empfinden an. Also der beste und der größte und bekannteste Channel Manager ist Guesty. Und Guesty ist, ja, ist schon krass. Also ist echt, da hast du eine riesengroße Auswahl, du hast einen riesengroßen Bereich, du kannst ganz viele Einstellungen managen, du hast eine super tolle Webseite, die du mit einem Baukasten ganz einfach bauen kannst. Du hast einen Verwalter Zugang, du hast einen Eigentümerzugang, du hast einen Fachkräftezugang. Also wenn jemand deine Schlüsselübergaben managt, kannst du dem Zugang geben, dass er immer weiß, wann die Leute ankommen und mit ihm direkt in Kontakt treten können. Reinigungskraft, genau dasselbe. Die können Bilder hinterlegen, können Reinigungsprotokoll dort ausfüllen und sagen, was geholt werden muss. Das ploppt dann bei mir auf im Dashboard. Und da hat man einfach super viele Sachen, ist aber auch entsprechend teuer. Also da bezahlt man ungefähr 1.500 Euro für die Einrichtung. Da wirst du einmal geonboardet, 6 Stunden lang, und bekommst das komplett gezeigt, das ganze Tool. Und dann richten die mit dir die Inserate ein. Das kostet 1.500 Euro und danach bezahlst du pro Buchung, wenn man keinen guten Deal hat, 3% als Abgabe. Und das kann natürlich, jetzt gehen wir mal von Leipzig aus, von einem Nicht-Covid-Monat, so Mai oder so, wo du so ein Buchungsvolumen von ungefähr 2.500 Euro hast. Das ist dann natürlich eine ganze Stange Geld, ne? Das ist dann einfach mal 75 Euro nur für diese eine Wohnung, die gechannelt wird. Ja, aber allein schon, wenn du die Einweisungszeit von 6 Stunden hast, das Ding muss ja, da kann wahrscheinlich auch Auto fahren und weiß nicht, ein Haus bauen zwischendurch oder sowas, oder? Gefühlt, also es ist halt super komplex, was es halt sehr, sehr attraktiv macht, wenn du hochskalierst. Also wenn du sowohl eigene Objekte hast, als auch in der Verwaltung aktiv bist, wenn du mittlerweile ein großes Team hast, das nutzen halt Hotels auch. Ne? Du kannst dort Zimmer oder Wohnungen anlegen. Das nutzen vor allem Ketten, also sowas wie beispielsweise Hilton oder so, die benutzen sowas Großes. Okay, klar. Airgreeds als größte Verwaltungsplattform für Airbnb nutzt das auch. Also, ne, die haben halt große Player. Ich selber bin bei einem kleinen, bin bei einem deutschen Startup, weil mir das wichtig war, da kleine Startups, junge Startups zu unterstützen, bin aber selber so unzufrieden, dass ich wahrscheinlich auch zu Guesty wechsle dieses Jahr. Sobald die Objekte, die ich betreue, zweistellig sind, dann lohnt sich's vorher. Naja.
Genau. Und ich bin bei Smubu, nur für die Leute, die das hören. Wir können den Link ja auch unten mal in die Beschreibung dann packen oder ins Kommentarfeld. Kann ich mal so eine Genau, kleine Linksammlung machen? kannst mal reinposten. Vielleicht, das interessiert Genau. mich mal an. Also das könnt ihr euch gerne mal angucken. Und ansonsten gibt es aber noch ganz viele weitere gute. Ja, genau. Okay, verstehe. Aber das heißt ja dann mal einen Schritt zurück. Du musst ja erstmal dann dir bewusst oder mit Absicht ja entscheiden, welche Plattform oder wo willst du vertreten sein? Dann, wie du schon sagtest, es gibt ja so Spezialdinger wie Reisen mit Hund oder halt, wenn ich aus einem bestimmten Land irgendwelche Leute haben möchte, dass ich halt dementsprechend eins nehme, was in dem Land halt sehr stark ist. Aber soweit ich das jetzt einschätzen kann, es sind hier mit Abstand die stärksten, sind wahrscheinlich Airbnb und Booking.com. Und ich glaube, Airbnb ist, glaube ich, der Gesamtmarktführer. Ne? Das heißt, das wird wahrscheinlich dann sein, dass du die zwei, du schüttelst den Kopf, Ja, Airbnb. also die Buchungsmaschine, also wirklich die Pumpgun unter den Buchungsmaschinen ist wirklich Booking, unangefochten. Okay. Also ich kann sagen, ich habe ungefähr 70%, die über Booking laufen, gerade wenn es auf Geschäftsreisende ausgeht. Und 30% Airbnb. Es kommt dann immer ein bisschen auf die Tourismussituation an. Dann hat man in Leipzig mal 60, 40 zu Booking. Aber Booking ist im Gesamtjahresdurchschnitt unangefochten. Okay, ja, okay, hätte ich nicht gedacht. Ich hätte gedacht, weil Aber Airbnb weltweit auch, ne? ja dafür steht oder auch den Namen eigentlich gegeben hat. Aber okay, gut. Das heißt aber, du wirst ja wahrscheinlich, oder das macht am meisten Sinn, nicht eben in 92 Portalen zu sein, das macht wahrscheinlich Sinn, zwei größten mit reinzupacken und vielleicht noch so einen dritten. Und dass man das Ganze dann vielleicht dann so ein bisschen überschaubar hält. Weil irgendwann, glaube ich, wirst du bei der Skalierung wirst das Problem haben, dass der Aufwand enorm viel wird, aber der Mehrertrag recht gering dazu im Verhältnis. Ne? Dass du dann immer den Cut halt siehst, dass, okay, jetzt macht es keinen Sinn, noch irgendwie das sechste, achte oder zehnte Portal noch anzuschließen. Weil irgendwann ist halt. Ne, der Aufwand, glaube ich, höher als der Mehrwert oder der Ertrag, den das dadurch bringen kann, wenn da vielleicht ein oder zwei Buchungen darüber kommen. Ne? Okay, und diese Manager, die kannst du dann alle an deine Hauptkanäle anschließen und der sorgt dann dafür, wie du schon sagtest, ganz wichtig, dass du nicht, dass du die Doppelbuchung hast, also sprich, dass nicht jemand zu einer ähnlichen Zeit einmal dasselbe Objekt einmal auf Booking und einmal auf Airbnb bucht. Bestätigt wird automatisch, weil damit hast du ja einen rechtsgültigen Kaufvertrag geschlossen. Ne? Das heißt, du bist verpflichtet zu liefern, weil dann hast du nämlich die Schwierigkeiten, wie du schon sagtest, einmal Ersatz musst du selber stellen. Und das zweite natürlich, sowas mögen die Portale überhaupt nicht. Das heißt, die würden dich dafür auch stark abstrafen, bis selbst, dass du irgendwelche Staaten verlierst, wie Superhost bei Airbnb. Und Strafzahlung kommt noch dazu. Ne? Genau. Also wäre das quasi dein größtes Problem, wenn das wirklich passiert. Ne? Genau. Das heißt also auch, wenn du jetzt, ja, ich sag mal, in dem Amateurbereich bist, macht das sicherlich Sinn, dass du vielleicht dann überlegst, ob man nicht das nur auf ein Portal beschränkt, wenn bei zwei hast du schon das Risiko, oder dass du sagst, okay, wie jetzt der eine, wo ich versuche zu buchen, man macht das automatische Buchen aus, dann kann das ja gar nicht passieren. Das heißt, du musst ja aber erst am Knopf klicken und bestätigen, dass der auch wirklich dann den Zuschlag kriegt. Dann hast du natürlich halt den Mehraufwand, das jedes Mal einzeln zu prüfen und zu machen, ne? Genau, und du hast halt diesen riesen Nachteil, dass du schlecht gerankt wirst. Das bedeutet, wenn du jetzt in Winterberg suchst, wirst du definitiv nicht auf Seite 1 landen und mit großer Sicherheit auch nicht auf Seite 2. So, und die wenigsten Leute sind wie bei eBay Kleinanzeigen dann am Scrollen und am Scrollen und am Scrollen. Die wollen einfach nur eine Wohnung buchen und da entscheidet das Titelfoto und das Ranking. Wenn du halt ganz oben mit einem starken Foto landest, wirst du geklickt und in der Regel auch gebucht. So, und diese Erfahrung kann ich definitiv so abgeben. Und die ersten 4 Monate habe ich gesagt, ich verzichte auf Booking, weil das mit Booking die Ersteinrichtung auch super stressig ist. Also, das ist eine sehr, sehr benutzerfreundliche Plattform, aber fürs Backend, für die Leute, die vermieten, ist es eine Plattform, die man wirklich kapieren muss und das dauert. Also ich habe fürs erste Inserat weit über 2 Stunden gebraucht, einfach weil du ganz, ganz viel anklicken musst, du musst dich durch ganz viele Sachen durchklicken, du musst ganz viele Dinge angeben, du musst zum Beispiel den richtigen vollen Namen, der im Grundbuch drinne steht, von der Wohnung, ne? Also B9, Apartment, bla bla bla, Etage, du musst das alles angeben. Und du brauchst dann zum Beispiel auch eine Vermieterbestätigung, dass du vermieten darfst und so. Also die haben das dann schon sehr eingeschränkt, dass das wirklich nicht
dass dann nicht jeder sagt, okay, ja, ich liste mal auf Booking. Die wollen dann halt wirklich nur verifizierte Nutzer haben oder ja, User. Und deswegen, also, und man kann das durchziehen, ne? Also Airbnb ist sehr, sehr schlank gemacht, sehr, sehr einfach verständlich, sehr kundenfreundlich und auch vermieterorientiert. Was die Einrichtung angeht, das macht es natürlich auch super attraktiv. Deswegen sind die so schnell gewachsen und so schnell auch zum Mitstreiter auf dem Weltmarkt geworden. Und andere Plattformen wie Agoda oder so sind einfach unglaublich unschön als Plattform, wenn du dort listest. Also das dauert einfach, da muss man sich reinfuchsen und das hinterblicken. Mittlerweile brauche ich für eine Booking-Inserat-Erstellung auch nur noch knapp eine Stunde, wenn überhaupt, wenn alles vorliegt. Das macht dann einfach die Übung. Genau, aber ich würde auf jeden Fall jedem empfehlen, egal ob Amateur oder nicht. Ich habe den Fehler am Anfang gemacht, nur auf Airbnb zu listen. Habe danach auf Booking gelistet und sofort hat sich meine Statistik verändert. Also ich hatte sofort mehr Buchungen über Booking als über Airbnb. Man kann auf Booking höhere Preise ansetzen. Also man kann einen Ticken teurer sein als über Airbnb. Man hat dort ganz, ganz viele Möglichkeiten, ne? Last-Minute-Angebote, man kann Handy-Sparrate vereinbaren und Genius-Programm über Booking, dass die Leute, die halt im Genius-Programm sind, auch nochmal 10% sparen. Und man kann da so viel attraktiv machen, dass die Wohnung 100 Euro die Nacht kosten kann, aber dann mit den ganzen Rabatten die Leute sagen, oh, da zahle ich nur 60 die Nacht und dann halt buchen und das Gefühl haben halt, sie sparen extrem. Und wenn du dann auf Airbnb schaust und die Wohnung für 52 die Nacht buchen kannst, ohne irgendeinen Rabatt, ne, das macht aber keiner. Deswegen mein Tipp an der Stelle, macht auf jeden Fall die beiden großen Player. Das ist wichtig. Das Channel Management Tool, was ich gerade benutze, kostet 25 Euro im Monat fürs erste Inserat und für jedes weitere, das folgt 5 Euro. Hast du Also es ist gepostet? überschaubar. Nee, mache Okay. ich. Genau. Und dann kann ich noch kurz vielleicht überbrücken in der Zwischenzeit, während du da beschäftigt bist, gerade das zu posten. Du hast mich einen spannenden oder sehr spannenden Punkt genannt, Preis. Mich würde vor allem interessieren, ob man eine Möglichkeit hat, ich meine, es ist ja dahinter, ist ja genau wie bei Facebook oder wie bei Google, ist bei diesen Riesenanbietern immer ein Algorithmus dahinter. Das heißt, die erkennen mit Sicherheit ja, die übliche Buchungsrate ist, ich sag mal, 2 Stunden oder 2 die Stunde und jetzt aber mal mit 10 die Stunde. Dann wissen die ja auf einmal, oh, irgendwas ist los, ne? Irgendwas ist auf jeden Fall passiert, weil auf einmal die Buchungen ganz hoch gehen oder auch andersrum, die buchen auf einmal ganz runter. Zum Beispiel Covid, ne? Könnte ein Grund dafür sein oder so. Hast du denn auch so Möglichkeiten oder Tools, wo du sagen kannst, okay, ich reagiere mit dem Preis auch darauf? Sprich, ich möchte jetzt nicht, wenn auf einmal, keine Ahnung, irgendeine Messe wird auf einmal kurzfristig oder ein Konzert mal, wenn es sowas gibt, keine Ahnung, Apache sagt auf einmal kurzfristig irgendwie, ich bin heute Abend in Leipzig, ne, macht einen Shoutout und auf einmal will jeder in Leipzig eine Bude haben, dass zum Beispiel das Portal das erkennt und dann sagt, okay, ich ziehe den Preis automatisch hoch für dich oder andersrum, ne, die merken, dass auf einmal alle Buchungen einbrechen, dass sie den Preis auch automatisch runterziehen. Hast du Tools dafür oder gibt es da irgendwie Automatismen? Genau. Das hat man. Das ist aber mein Pricing. Das ist kein Tool in dem Sinn. Das sind echte Menschen, die gehören zu meinem Team sozusagen. Wer da tatsächlich wirklich Interesse hat, schreibt mir einfach mal direkt. Das ist jetzt nicht so mit, ich schicke euch mal einen Link und dann könnt ihr das installieren. Das muss ich dann wirklich vermitteln. Das mache ich aber gerne. Ich habe vorher PriceLabs genutzt. Das ist ein Tool, was genau das macht. Zumindest es vorschreibt, das zu machen. Dahinter steckt ein Algorithmus, wie hinter vielen Sachen. Das Problem ist an dieser Stelle, du hast dieses massive Problem, dass dieses Tool die Nachfrage erst spüren muss, merken muss und dann erst die Preise anzieht. Das bedeutet, wenn heute Leipziger Buchmesse wäre und die morgen die Daten für 2022 veröffentlichen und die Leute auf der Buchmesse direkt sich wieder eine Unterkunft buchen und zutun, dann sind die Preise noch eingestellt wie in einem Anfang Januar üblichen Preissegment, sehr, sehr niedrig, weil alle für Weihnachten viel Geld ausgegeben haben. Und dann kriegst du eine Unterkunft sehr, sehr niedrig, sagen wir mal so für 40, 50 Euro die Nacht.
so ein Standard in der Innenstadt, gute Lage. Da sind auf lange Sicht die Preise noch ein bisschen niedriger. Und die Nacht würde aber eigentlich im absoluten Normalfall für die Buchmesse pro Nacht so um die 120 Euro kosten. Und das bedeutet, die Leute sparen, du hast einen Kaufvertrag, wie du das vorhin schon gesagt hast, du kannst ihn nicht rauskicken, sonst bezahlst du mit deinem Status und du bezahlst auch noch Kohle. Und das ist nicht so wünschenswert, natürlich. Und deswegen rate ich von solchen Tools in der Regel ab. Ich habe die selber sehr lange genutzt. Das ist ein ganz guter Einstieg. Das Ding ist nur, die sind recht teuer. Gerade wenn man einsteigt, bezahlt man 35 Euro dafür im Monat. Ich meine, man automatisiert den kompletten Pricing-Prozess. Das ist also kein Thema, kein großes Thema. Aber wenn man das mal runterrechnet, sind das halt so mindestens. Ich würde jetzt mal sagen, wenn wir jetzt mal von Essen ausgehen mit dem Durchschnittsvolumen von vielleicht 1000 Euro im Monat, wenn wir das so runterrechnen, sind das ja weit über, es sind 3,5% ja, vom Buchungsvolumen. Und das ist natürlich schon eine ganze Stange Kohle. So 3,5% abzugeben dafür, dass jemand die Preise macht. Und dann halt aber in den Momenten, wo es drauf ankommt, Fußballspiele, Messen, die ab- oder zugesagt werden, dann erst später zu reagieren, das ist ja nicht im Sinn der Sache. Und deswegen da eine ganz klare Empfehlung, mach das lieber, lass das lieber von Personen im Hintergrund machen, weil da ist es so, du kannst halt sagen, okay, Preise im Zeitraum von bis, also sagen wir jetzt mal von in 6 Monaten, also ab Juli bis Dezember sind 35% teurer als normalerweise. Und dann bist du schon mal auf der sicheren Seite, dass die Leute, die lange im Voraus buchen, keinen zu niedrigen Preis zahlen, selbst wenn sie schon Insider-Infos haben, dass Apache in Essen oder meinetwegen irgendwo spielt, in Oberhausen oder so, und man da noch eine Wohnung kriegen möchte und mittlerweile in Essen suchen muss, weil Oberhausen komplett Okay. leergefegt ist. Okay. Keine Ahnung. Ja, nee, klar, verstehe. Aber klar, es kann nur so was, es kann nur reaktiv sein. Ne? Weil das ist ja immer, es muss ja mehr Aktionen ausgeführt sein, in gewissem Zeitraum. Da muss man halt mit Metriken aus der Vergangenheit haben. Und erst dann kannst du es ja vergleichbar machen. Ne? Aber mich wundert, dass die Portale sowas nicht zur Verfügung stellen, weil das Portal hängt ja auch mit an dem Umsatz. Also es hängt damit auch mit am Preis. Ein Portal hat auch mehr davon, wenn er, wie jetzt gerade die eine schrieb, hier 14% Servicegebühr. Dann lieber doch von dem doppelten Preis 14% wahrscheinlich umsetzen wollen. Ne? Deswegen wundere ich, dass die Portale nicht direkt die Option geben und sagen: Pass auf, gib dir eine Range ein und wir versuchen das für dich so einzupegeln, dass wir versuchen, den besten Preis und die beste Auslastung unter einen Hut zu bringen. Airbnb versucht das schon und greift damit halt auf Airbnb-Daten zurück, da aber wirklich Booking die Maschine ist. Die haben natürlich die Daten von Booking nicht. Und Booking sind ja so gut wie alle Hotels gelistet. Also du hast eigentlich alle Hotels auf Booking. Und die Hotels sind natürlich in erster Linie erstmal ausschlaggebend für die Nachfrage, ne? Und wenn die diese Daten der Hotels nicht kriegen und ziehen können, weil keine Hotels dort gelistet sind, ist die intelligente Preisgestaltung natürlich auch nicht ganz so intelligent. Funktioniert trotzdem, wenn Leute am Anfang sagen, sie wollen das nicht, ist das total in Ordnung, dass man erstmal darüber läuft. Ich meine, es gibt heute noch Vermieter, die aus den 60er Jahren Ferienwohnungen machen, ne, oder seit den 60er Jahren Ferienwohnungsvermietungen anbieten an Orten, Ost- und Nordsee, im Allgäu oder so, die dann auch entsprechend schon ein Alter haben und einfach nicht mit Computer groß geworden sind. Und die machen das heute noch mit einem Offline-Belegungskalender, nehmen nur Telefonanrufe entgegen und haben auch Festpreise. Da zahlst du dann halt immer deine 69 Euro die Nacht. Und dann sind das halt immer 69 Euro. Und die Endreinigung ist auch immer die gleiche, egal wie viele Leute kommen, na, egal wie groß der Aufwand ist. Weil tatsächlich ist es so, wenn jetzt jemand bei mir eine Anfrage stellt für 4 Wochen Aufenthalt, ist die Endreinigung bei mir mindestens 10 Euro teurer, weil es halt einfach aufwendiger ist, diesen Dreck wegzumachen, weil man wirklich jede Ecke Staub wischen muss und ja, man muss alles komplett blitzeblank machen. Und kommt viel mehr Dreck zustande. Wenn ein Hund bei mir bucht, sind es auch mindestens 10 Euro oder 3 Euro pro Nacht. Bei einem längeren Aufenthalt kann man auch drüber reden, dass man halt pauschal 25 Euro zahlt oder so. Aber einfach weil Hundehaare, weil Sabberflecken vielleicht an der Wand, wo der Hund
sein Fressen kriegt, wie auch immer. Ne? Man kann ja das alles nicht ausschließen. Und genau, da gibt es dann einfach so gewisse Parameter, wo man flexibel sein muss. Und deswegen, die Leute können das manuell erstmal machen, dass sie versuchen, einen relativ hohen Preis zu nehmen und dann halt die intelligente Preisgestaltung einstellen und einen Mindestpreis verlangen und den Höchstpreis halt auf 9.999 € setzen und dann mal gucken, was passiert. Ich kann aber garantieren, dass wenn man das outsourced, dann selbst wenn man das schon über PriceLabs laufen lassen würde beispielsweise, man definitiv mehr Umsatz macht. Einfach weil diese Tools auf ganz viele mehr Daten zurückgreifen und dadurch auch andere Preise aufrufen können, die realistischer sind. Okay, Genau. ja. Nee, klar, natürlich, durchaus, durchaus. Würdest du das auch mal unten verlinken, vielleicht noch? Weil ja, die Frage nach Verwaltungstools oder Management-Tools ja war. Ja, Vielleicht. also er soll mich fürs Pricing, ich hoffe ja, dass er sich auch anschaut, soll er mich anschreiben, dann gebe ich ihm einen sehr, sehr coolen Kontakt. Wenn das überhaupt schon zur Debatte steht. Der Preis beläuft sich dort auf 1%. Dementsprechend auch wesentlich günstiger als PriceLabs und meiner Meinung nach viel, viel besser. Das schreibe ich hier auch mal drunter. Genau, dann während du das gerade machst, vielleicht einfach nur verlinken. Jeder kann sich das mal einlesen. Es ist ja, steht ja jedem frei, sich mal einzulesen und mit dem Thema auch vielleicht zu beschäftigen. Das ist ja vielleicht auch nicht mal verkehrt, dass man weiß, wovon er überhaupt spricht, weil es da doch umfangreich ist. Es gibt also irgendwie für jedes kleine Pünktchen, irgendwie für jeden kleinen Baustein gibt es anscheinend ein Tool oder sowas. Find ich zumindest, hört sich das bis jetzt für mich so an, als Außenstehender. Von daher glaube ich, ist das nicht verkehrt, wenn man ein bisschen Lesestoff dazu hat. Genau. Was auf jeden Fall noch ein Punkt wäre, ist dann die Geschichte mit der Auslastung, wenn wir mal kurz dazu kommen wollen, weil ich sehe gerade, wir sind schon über 50 Minuten live. Das heißt, die Frage war ja, der Kern der Frage war ja folgendes. Vielleicht mal kurz zurück für die vielleicht am Anfang noch nicht dabei waren. Wie kann man die Auslastung deines Zimmers oder deiner Wohnung für die Kurzzeitmiete ungefähr abschätzen? Also muss ja kalkulieren können. Das heißt, ich muss ja wissen, wie viel Übernachtung habe ich und welchen Preis setze ich an. Preis haben wir jetzt gerade kurz angeschnitten, das Thema. Ja, da ist Angebot und Nachfrage ist sehr, sehr stark, was sich durchschlägt auf den Preis. Da haben wir jetzt ein paar Themen paar Tools zu besprochen und ein paar Möglichkeiten gegeben. Wenn du einen Expertentipp mit Kelvins Team haben willst, direkten Kontakt an Kelvin. Kevin hat jetzt mehrere Sachen gepostet, das heißt am besten direkt eine Privatnachricht oder Direktnachricht, je nachdem, welches Tool du gerade nutzt, einfach kurz an Kevin schicken. Ihr tauscht euch aus und dann kann man das mal sehr konkret besprechen. Aber jetzt wäre nochmal wichtig dabei, wie kann man grundsätzlich den Plan, wovon man ausgehen kann, wie viele Buchungsnächte habe ich und welchen Preis kann ich dafür ansetzen? Und das jetzt nicht nur in Großstädten, also wo ich genau weiß, es gibt dann diese Heimspiele, diese Messen, es gibt die Champions League-Spiele, es gibt diese Konzerte oder diese Festivals und so weiter, sondern wenn ich jetzt wirklich ich rede von einem, keine Ahnung, 200, 500, 2000 Seelendorf, und ich habe wirklich keine Touristikbehörde, wo ich fragen kann, was macht die Touristik? Wie kann ich da, Kevin, nur so als Gefühl, wie kann man da drangehen? Wie kann ich da so ein bisschen mich dran nähern, wo ich sagen kann, okay, ich wäge einfach mal ab, lohnt sich das Ganze oder nicht? Also erfahrungsgemäß ist die Touristik selbst bei 10.000 Einwohnern oder so schwierig, weil die außerhalb von Österreich keine Statistik führen. Das bedeutet, die können dir gar nicht wirklich genau sagen, wie die Auslastung ist. Was ich da als Tipp geben würde, wenn man selber mal so ein Gefühl dafür kriegen kann, ne, auch was so Standardpreise für Standardgrößen sind, das machen. Was ich schon im letzten Video, im letzten Live gemacht habe, auf Booking.com und Airbnb gehen, den Standort eingeben und die Unterkünfte mal raussuchen. Bei Booking und bei Airbnb ist es so, die Preise werden direkt unaufgeschlüsselt dir angezeigt. Du kannst also sehen, wie viel die Leute insgesamt ungefähr nehmen, inklusive Steuer und Kurtaxe. Reinigung, ne? Dann siehst du dann so einen Durchschnittspreis pro Nacht, der dann kalkuliert wird für deinen Aufenthalt. Nicht nach einer Nacht gucken, weil die erste Nacht ist immer die teuerste. Also dann gebt wirklich mal eine Woche ein und dann seht ihr ungefähr,
was das Ganze pro Nacht kostet. Das ist dann ein ganz guter Schnitt. Und da hat man schon einen sehr, sehr guten Anhaltspunkt, ne, was geht. Da sieht man auch, wie groß ist die Nachfrage. Bei Airbnb ist es aktuell so, gibt es über 300 Unterkünfte, steht dort immer mehr als 300 Unterkünfte in deiner Umgebung verfügbar. Du kannst den Radius entsprechend klein stellen. Es gibt teilweise Ortschaften, da gibt es nur ein oder zwei Unterkünfte, was aber auch nicht heißt, dass es keine Nachfrage gibt. Und dann ist der nächste Tipp, mal rauszufinden, wenn man das sieht, wenn das Hotelketten sind beispielsweise, haben die meistens, wenn es keine, oder wenn es Hotels sind oder Pensionen, haben die meistens eine Internetpräsenz. Da kann man draufklicken, das ist jetzt ein richtiger Insider-Tipp, wenn man da Auf, ausgefuchst auf. ist. Und man kann, die Belegungskalender sind für so kleine Betriebe nicht schlecht, aber sie haben einen kleinen Nachteil, der bei uns zum Vorteil wird. Du kannst in die Vergangenheit gucken und du kannst dir jeden Monat angucken, wie die Auslastung und Buchung war für diese, also, ne, für diese Monate. Das bedeutet also, du siehst erstens, wie die Auslastung ist, also ist das ganz gut gefragt. Und zweitens, siehst du ja dann anhand der Preise, die sind meistens bei Unterkünften wie Pensionen oder Hotels Fixpreise, ne? Also jeder kennt es, Motel One kostet im Schnitt immer 69 Euro, egal wo du bist und wie lange du bleibst, 69 Euro pro Nacht, Ende. Da weißt du, da ist nicht viel Spielraum. Das bedeutet, wenn du mit einem intelligenten Pricing-Tool dran gehst oder mit meinem Team im Hintergrund, was ich auch selber nutze, hast du die Möglichkeit, zeitweise 100, 90, 85, je nachdem, rauszukriegen. Und in den schlechten Monaten kannst du dir sicher sein, bei einer Auslastung von, sagen wir mal, 70%, bekommst du dann immer noch die 69 Euro im Schnitt. Ja. Das ist so eine ganz gute Möglichkeit. Also gerade in so kleineren Ortschaften sind es meistens ältere Vermieter, die ganz, ganz einfache Tools benutzen, um auf ihrer Webseite das anzuzeigen, um die Verfügbarkeiten anzuzeigen. Und da kann man sehr, sehr gut in die Vergangenheit gehen. Wenn man das Ganze ein bisschen professioneller angehen möchte oder sehr, sehr viele Daten auf einmal haben möchte und nicht so viel Zeit in die Recherche stecken möchte, ist Airbnb eine ganz gute Anlaufstelle. Das habe ich schon unten verlinkt. Sehr gut, wollte ich gerade sagen. Vielen Da Dank. gibt es nur so einen kleinen Fallstrick. Und der ist tatsächlich, dass man mit AirDNA das Problem hat, dass man erstens dafür zahlt, dass man diese Daten bekommt, man schließt aber auch ein Abo ab. Also das bedeutet, wenn du dann nicht rechtzeitig kündigst, zahlst du einen weiteren Monat, du zahlst da Monatspreise. Und das ist je nach Standort, also wenn du jetzt in Berlin guckst, kostet es, glaube ich, 89 Euro pro Monat. Wenn du in Katlenburg-Lindau guckst, kostet es 22 Euro im Monat oder so. Also man hat da so sehr große Preisschwankungen. Und wenn man einfach mal allgemein in Deutschland gucken will, wo sich denn lohnen würde, so ein Airbnb-Business zu machen und wo es vielleicht nicht so viel Konkurrenz gibt, dann gibt es halt keinen Pauschalpreis für Deutschland, außer der ist sehr, sehr hoch, dass man da einmal dann 500 Euro in die Hand nehmen muss, um alle Standorte mal gezeigt zu bekommen. Aber das gibt es auch nicht. Also es wird nicht angeboten. Da müsste man die direkt kontaktieren, auch Zeit rein investieren. Also mein Tipp ist es tatsächlich dann an dieser Stelle eher, schaut mal, wenn ihr jetzt nicht gerade in Berlin oder in Dresden oder Leipzig eine Wohnung aufmachen wollt, dann müsst ihr keine große Analyse machen, es läuft. So, sondern ihr geht nach Katlenburg oder wirklich, ne, Detmold, irgendwelche kleineren Sachen, die man so vielleicht nicht kennt, oder die man nicht gut einschätzen kann, was die Nachfrage angeht, einmal auf Booking und einmal auf Airbnb auschecken, dann ein paar Sachen googeln. Also bei mir ist es zum Beispiel auch so, meine Apartments heißen Verträumen und alle Leute, die zweimal um die Ecke denken, geben Verträumen auf Google ein und finden mich außerhalb der Buchungsplattform und sparen dadurch halt 15% Provision, die Airbnb natürlich schluckt. Oder Booking bis zu 25%. Genau, und deswegen da einfach dann mal schauen, wenn man sich die Zeit nimmt, das dauert in der Regel so 1 bis 2 Stunden. Und wenn man das komplett mal aufgegliedert haben möchte für 365 Tage, auch gerne mich kontaktieren. Das macht mein Pricing-Team dann auch. Also das macht das für mich immer. Ich gebe dann die Standorte durch. Wenn du mir jetzt einen neuen Standort nennen würdest, würde ich den durchgeben. Innerhalb von 24 Stunden kriege ich Rückmeldung. Und habe dann so eine Auflistung, eine kleinere Auflistung für die Monate. Und wenn ich dann
konkret ins Pricing gehe und das Inserat aufnehme zum Beispiel, dann schicken Sie mir eine 365-Tages-Übersicht von den täglichen Mieteinnahmen, die Sie kalkulieren. Genau. Und so hat man dann schon mal eine Range und dann weiß man, okay, das sind so die Preise, das kann man erwarten bei so einer, also die machen eine sehr, sehr vorsichtige Auslastungsstrategie auch, also die gehen auf 40% Auslastung. In der Regel hat man ein bisschen mehr, aber lieber weniger sagen, als mehr zu sagen und dann weniger zu haben. Bin ich auch immer der Meinung und Freund von. Genau, deswegen, sowas kann man natürlich auch machen lassen, dann gibt man das komplett ab. Wenn man das aber macht, ohne dass man dort Unterkünfte schon in der Verwaltung hat, dann wollen die da einen Pauschalpreis von, ich glaube, 75 Euro haben. Genau. Ja gut, aber das soweit im Detail, also mir geht es erstmal darum, oder so habe ich das verstanden, dass man erstmal überhaupt ein Gefühl dafür kriegen möchte, wo ist wie viel Nachfrage und wie lohnt sich das Ganze? Verlinke mal eine Podcast-Folge, weil wir haben dazu eine sehr, sehr coole Podcast-Folge gemacht, wenn du es mir erlaubst. Verlinke es gerne. Also was ich noch dazu sagen kann, ist, was ich festgestellt habe, wie gesagt, mit meiner Sicht von außen darauf, ich finde auch, dass absolut der Immobilienpreis total stark auch an der Nachfrage hängt und damit auch wieder an der Möglichkeit des Ertrags bei Airbnb. Den Faktor bin ich mir nicht ganz sicher, wo ich ihn einordnen würde. Wir haben jetzt hier auch mit dem Kelvin, wir haben uns ja kennengelernt durch unseren Podcast, die sich gekreuzt haben, und da haben wir uns gerade interviewt. Und so habe ich auch überhaupt irgendwie Interesse oder überhaupt erstmal nicht Interesse, sondern überhaupt erstmal eine Empfänglichkeit für das ganze Kurzzeitvermietungsprojekt ja überhaupt entwickelt oder halt entdeckt. Neugierde geweckt, das ist vielleicht das richtige Wort. Das Thema ist dabei, wir haben ja mehrere Objekte durchgeplant, ich glaube zwei oder drei haben wir kurz durchgesprochen, die in Frage gekommen wären. Das, was wir jetzt gerade machen, das Objekt hier, das Apartment in Essen-Frillendorf, hat sich perfekt geeignet, weil es einfach gerade frei wurde. Das ist eine kleine Größe, das ist kein großes Risiko, das ist kein großer Invest. Wenn es jetzt nicht läuft, dann ist es halt so, dann hat man halt Lehrgeld bezahlt. Aber wir haben auch noch eine andere Wohnung in Rüttenscheid angeschaut gehabt. Essen-Rüttenscheid, muss man dazu sagen, ist eine gefragtere Ecke. Ist so ein, ja, Szeneviertel ist vielleicht ein bisschen too much, aber ist auf jeden Fall jünger, moderner, gefragter. Ne? Ist eher the place to be als Frillendorf. Und da waren natürlich auch die Erträge deutlich höher. Aber auch da muss man sagen, auch da sind Objekte deutlich teurer. Also letztendlich habe ich jetzt für mich so den Faktor, ich bin da noch am Rechnen oder am Entwickeln. Ich habe da nicht zu viel Erfahrung dazu. Ich habe jetzt mit zwei Objekten erst nur durchgerechnet. Oder beziehungsweise Kelvin hat es für mich durchgerechnet, ich habe es für mich dann bewertet. Aber ich bin der Meinung, dass du es ziemlich genau auch an einem Preis sich niederspiegelt. Wenn du also ein Objekt hast, was total günstig ist und lange Leerstand hat, dann kannst du sicher sein, dass der Nachfrage nicht hoch ist, aber dafür wirst du es auch für Schnapper kriegen. Ne? Und der Hebel ist halt dahinter. Dann danach dementsprechend, klar, wenn du jetzt nur weg hast, wo der Vermieter sagt, das ist seit einem Jahr leer und ich probiere es aber mit dir, bevor ich das nochmal ein Jahr leer lassen habe, dann kannst du davon ausgehen, okay, da werde ich jetzt nicht mit 20 Nächte gebucht kriegen. Ne? Aber dafür wirst du auch andere Preise aufrufen können. Und natürlich, was man immer gucken kann, ist natürlich, was ist der Grund, warum man da hinkommen könnte? Gibt es vielleicht irgendwie touristische Ziele? Gibt es vielleicht große Arbeitgeber? Gibt es vielleicht sowas in der Art, was also immer ein Magnet ist für viel an Kundschaft, also an potenziellen Buchungen dabei? Ne? Das ist auf jeden Fall ein Thema. Touristische Orte und sowas. Ne? Gibt es Leute vielleicht, die wo eine große Kurort ist, wo vielleicht die Ehegatten zu Besuch kommen oder mit den Kindern oder sowas? Ne? Und solche Sachen. Also gibt es so ein paar Sachen, da kann man, denke ich mal, durchaus ja alles soweit schon voreinschätzen. Kevin hat ja gerade ein paar richtig coole Tools genannt. Auch vor allem das Gute ist ja dabei, was ich immer total geil bei diesem ganzen Geschäft finde, es geht eigentlich fast alles remote. Also klar, natürlich, man muss das Objekt einmal irgendwann eingemöbelt haben, man muss das irgendwann mal renoviert haben. Also das muss natürlich irgendwann mal physikalisch vor Ort gewesen sein, das Ganze eingerichtet zu haben. Aber wenn es dann damit geschehen ist, dann hast du echt, ne, wo machst du jetzt, in Thailand hast du, glaube ich, jetzt ein Objekt, in Malaysia hattest du noch was, also ne, da kannst du nicht bei ihm vorbeigehen und einfach sagen, hier ist der Kaffee oder so. Das muss schon alles so funktionieren, dass man sagen kann, okay, das ist alles wirklich remote steuerbar und wirklich alles ohne persönliche Anwesenheit möglich. Ne? Genau, also das Einzige, was halt sein muss, vor allem am Anfang, wenn man es noch nicht zu 100% perfekt gemacht hat, gerade wenn man startet, ist halt, muss permanent erreichbar sein. Zumindest an den Tagen, wo du weißt, es kommen Gäste. So, das muss auf jeden Fall sein. Dann solltest du dich
24 Stunden nach Gasteintreffen auch bereithalten, für Rückfragen, für Probleme, die auftreten, für sonst irgendwas in der Wohnung. Und also das muss man schon einplanen. Das ist natürlich unglücklich, wenn man irgendwie, ja, weiß ich nicht, sagen wir jetzt mal Altenpfleger ist. Ne? Also wenn man Altenpfleger ist und halt gerade seine Runden dreht und da kann man halt nicht einfach mal sein Smartphone rausholen und mal kurz telefonieren oder mal auf Nachrichten antworten, sondern hat halt einfach zu tun. Da sollte man dann schon gucken, dass man für den Fall der Fälle halt irgendwie jemanden im Backup hat, der das für einen übernehmen kann. Wenn man von Anfang an sagt, man möchte das zu 100% automatisieren oder zu 99%, weil letztendlich, also wenn wir jetzt nicht diese Live-Videos machen, hätten wir trotzdem Kontakt, gerade wenn du möblierst, aber auch wenn du nicht möblieren würdest, hätten wir trotzdem Kontakt. Also, ne, es ist, aber man kann es nahezu automatisieren, wenn man es halt entweder jemandem anderen in die Anmietung gibt oder das halt einfach ganz abgibt und sagt, hier, mach du mal und ich will dafür Provision oder halt eine höhere Netto-Kaltmiete haben. Gibt ja da durchaus verschiedene Modelle, haben wir ja auch schon öfter drüber gesprochen. Deswegen, also da muss man immer so ein bisschen den Weg finden, wie es für einen am attraktivsten ist. Ich habe am Anfang halt immer so gedacht, ich möchte möglichst viel Geld da rausziehen. Hatte natürlich auch nur ein oder zwei Objekte. Mittlerweile bin ich an dem Punkt, dass ich sage, ich möchte einfach möglichst viele Objekte haben. Erstens, weil das den Proof steigert immer wieder, ne? Wenn man mit Investoren oder anderen Leuten in Gesprächen ist. Es kommt immer ganz gut, wenn man sagen kann, hey, ich habe sechs Objekte statt ich habe gar kein Objekt oder ein Objekt. Gleichzeitig ist es natürlich auch cool, weil man das Netzwerk vor Ort ausbaut. Ich habe jetzt in Essen, wenn ich da anfange, organisiere ich eine Reinigungskraft, die das komplett regelt. Ich organisiere, dass die Gastgeschenke ankommen. Ich organisiere verschiedene Dinge und connecte mich dann natürlich auch mit Leuten, die das vor Ort für mich handeln können. Und dann kann ich immer wieder sagen, wenn jemand in Essen eine Wohnung freigibt oder so, jo, kann ich direkt anbinden. Und dann spart man natürlich super viel Zeit. Es stehen ja jetzt noch verschiedenste Projekte an. Ich habe ein Objekt in Remscheid angeboten bekommen, in Wuppertal, in Brühl bei Köln. Bielefeld ist gerade in Gesprächen, Detmold ist in Gesprächen. Also da passiert gerade viel und das ist ein cooles Gefühl zu wissen, okay, man hat überall in Deutschland so ein bisschen was und kann darauf dann halt aufbauen und sagen, okay, man nimmt jetzt nicht nur eigene in die Anmietung, sondern man kann auch Sachen verwalten, man kann Dinge optimieren, die Prozesse werden einfacher. Und das ist natürlich auch dann ganz praktisch. Genau. Genau, und dafür brauchst du ja ganz Tools, ne? Das ist auch ganz wichtig. Ein wichtiger Punkt noch, den würde ich gerne besprechen, bevor wir das Ganze beenden, weil wir schon wieder 1 Stunde und 7 haben. Ich habe das Konzept so verstanden, dass du letztendlich das Entscheidende ist, eine richtig gute Reinigungskraft, die du vor Ort hast. Die muss super verlässlich sein, verlässlich in Sachen Vertrauen, verlässlich in Sachen Pünktlichkeit, verlässlich in Sachen Qualität der Reinigung, weil du bist ja remote, das heißt, du bist nicht vor Ort, du kannst also mal schlecht, wie soll ich sagen, einmal nur kurz checken, wie war denn die Reinigungsleistung zum Beispiel, war sie wirklich da oder rechnet sie es nur ab zum Beispiel, ne? Das heißt also, weil das war auch noch der letzte Teil der Frage, gerade von den Verwaltungstools, ist ja natürlich, wie man so ein Personal findet. Und ich weiß aus dem Vorgespräch mit dir, dass quasi die Reinigungskraft ist ja dein verlängerter Arm, wenn du es so haben willst, ne? Um das mal bildlich darzustellen. Das heißt also, du musst da wirklich eine sehr, sehr, sehr vertrauensvolle Person haben, die aber auch noch mega, mega flexibel sein muss. Weil es kann sein, dass jemand bucht für eine Nacht, es kann sein, dass jemand bucht für 3 Nächte, dann kann sein, dass er 5 Tage lang nichts bucht. Das heißt also auch keine Arbeit für sie gibt. Also es ist sehr, sehr sporadisch. Vielleicht noch mal kurz 2 Sätze dazu. Wohlgemerkt, dass wir schon überzogen haben. Ja, also können wir machen. Bei der Reinigungskraft ist es halt, die ersten Punkte sind gar nicht ganz so wichtig. Also ich bin auch immer eher ein Freund davon. Ich habe gemerkt, wenn man mit Profis arbeitet, in der Ferienvermietung, die schon mehrere Objekte haben oder so, die haben Routine und die sind nicht mehr ganz so, ne, die machen Wischiwaschi ganz oft oder speisen deine Fragen ab und am Ende kommt irgendwas raus, was sie dann nicht so gemacht haben, wie du es dir gewünscht hast. Und die Erfahrung, wenn
Leute eine kleine Firma haben, in Selbstständigkeit, eine Reinigungsfirma, die meinetwegen auch Treppenhäuser sauber machen, irgendwie so ein Gebäude-Hausmeister-Service oder so, wenn die so eine Wohnung übernehmen, dass das auch interessant für die ist, das ist ein neues Feld. Die bekommen ja von mir auch die Zusicherung, wenn das gut läuft, ne, die kriegen guten Stundenlohn, und wenn das gut läuft, verbinde ich die auch mit anderen, empfehle die weiter, oder wenn neue Wohnungen dazukommen, bekommen sie halt auch neues Geld. Das lief in der Vergangenheit jetzt immer ganz gut. In Leipzig habe ich jetzt eine Top-Kraft, die zwar hier und da mal noch Ecken und Kanten hat und irgendwelche Sachen vielleicht nicht perfekt macht, aber das ist ein Rohdiamant, den man schleifen kann. So, und der ist engagiert, nimmt meine Gastgeschenke entgegen, verteilt die in den Wohnungen, sortiert sich sein Lager unten in den Wohnungen, so wie er das braucht. Und das macht Spaß. In Katlenburg ist es tatsächlich so, das macht auch die Firma, die in diesem Haus das Treppenhaus reinigt und den Garten macht und Rasen mäht und sowas. Die sind dort angeschlossen. Die haben ja jetzt drei Wohnungen, die sie reinigen. Und da läuft es auch gut, aber die stellen sehr, sehr viele Fragen. Also die sind sehr interessiert daran. Die wollen dann selber auch wissen, wie das Geschäftsmodell funktioniert, merken ja, dass es läuft, und sind dann immer so, ja, dass sie halt ein bisschen Zeit fressen. Das ist aber auch nicht schlimm. Aktuell geht das noch. Und in Chiang Mai ist es auch eine professionelle Reinigungskraft, wo man dann halt merkt, okay, da ist sehr, sehr viel Routine drin, aber sehr, sehr viel Exzellenz, sage ich mal. Ich bezahle die aber auch ziemlich hochpreisig für thailändische Verhältnisse. Und wenn man den Leuten noch nicht so vertraut, gerade wenn es nicht um die Ecke ist, lasst euch Fotos schicken. Vereinbart das, dass sie mindestens 5 Fotos macht und du bestimmst vorher oder in einem Intervall, welche Ecken oder was sie zu fotografieren hat. Einmal ist es das Bett bei großen Wohnungen. Ne? Bei kleinen Wohnungen kann sie einmal das ganze Zimmer fotografieren, einmal die Küchenzeile und das Badezimmer. So, dann hat sie schon gefühlt ihre drei Fotos. Dann kann man noch Detailaufnahme von der Toilette machen und von der Dusche vielleicht oder sowas. Genau, aber das wäre einfach das, was ich empfehlen würde. Lasst euch Fotos schicken, kontrolliert das und schickt eine Checkliste. Eine Checkliste, die sie abarbeiten muss. Kontaktiert mich gerne für eine Checkliste, wenn ihr daran Interesse habt. Habe ich mit meinem oder von meinem Podcast-Kollegen Martin kopiert. Der hat das über eine Excel angefertigt. Das ist einfach eine To-Do-Liste für sie, dass sie immer weiß, wenn sie reinkommt, worauf muss ich achten, dass sie nichts vergisst. Ne? Gerade wenn es um Produktplatzierungen geht. Wo werden die Handtücher hingelegt? Wo werden gewisse Gastgeschenke platziert? Wie soll die Arbeitsfläche aussehen? Was muss abgewischt werden? Was ist wichtig zu kontrollieren? In welchem Intervall wische ich Staub? Ne? Also kümmere mich zum Beispiel auch um Deckenlampen oder so, dass die einfach gut aussehen. Sind Spinnenweben in der Wohnung? Ne? Also so alles, so Kleinigkeiten, Pflanzen gießen, Boden wischen und saugen, dass sie einfach das alles auf dem Schirm hat, und die bearbeitet sie halt ab, nach und nach ab. Wenn du es über einen Google Doc machst, kannst du während der Reinigung verfolgen, wie sie die Häkchen setzt. Das ist auch ganz lustig. Dafür gibt es aber auch eine Webseite natürlich, beziehungsweise ein Tool, was man anschließen kann. Das verlinke ich auch gerne. Das heißt Ich habe Properly. das schon gesagt, also man kann ja auch über diese Online-Tools, wie gesagt, Google hat ja auf jeden Fall Dokumente, wo du halt mit mehreren bearbeiten kannst. Das hat Apple auch in der iCloud. Letztendlich, ich glaube auch, dass eine Checkliste ist halt super wichtig und auch, glaube ich, der einzige konsequente und richtige Weg. Vor allem ja auch, wir hatten ja auch im Vorfeld schon gesprochen oder allgemein, du richtest ja auch ein. Man muss ja sicherstellen, dass die Einrichtungsgegenstände zum Beispiel nicht irgendwann weg sind. Das heißt also zum Beispiel, wir hatten das, glaube ich, mit der Bluetooth-Lautsprecherbox ja besprochen. Das ist ja ein Teil, was ja vielleicht eventuell mal wegkommen könnte. Und da ist dann natürlich wichtig, dass man nach jedem Gastaufenthalt dann auch dementsprechend Checklist hat und sagt, okay, ist das Inventar noch da? Sprich, ne, weiß ich nicht. Gut, ich würde jetzt nicht jedes Glas, jedes Nee, aber Besteck fast rein. maximal 10 Gegenstände in einer größeren Wohnung, in einer kleineren vielleicht reichen sogar 5, die sehr, sehr schnell mal verschwinden, sowas wie Handtücher. Ne? Also das war eigentlich das Typische, was man aus den Hotelzimmern kennt. Das, was dort meistens wegkommt, sind Bademäntel, Handtücher und die ganze Wellness-Schose, die man da hingestellt bekommt. Aber das ist ja auch zum Mitnehmen gedacht. Macht ja keinen Sinn, dass die kleinen Fläschchen wieder aufgefüllt werden.
Genau, und dass man sowas durchgehen. Bei einer Bluetooth-Box, die man noch anbietet, definitiv auch durchgehen. Ich würde auch zum Beispiel die Reinigungskraft immer checken lassen, ob Netflix noch funktioniert, also ob der Smart TV noch mit Internet verbunden ist, ob sich das automatisch ein Netflix einwählt oder ob irgendein Upload, irgendeine Aktualisierung das Ganze wieder zerschossen hat. In Katlenburg lasse ich zum Beispiel, nur dass man das mal gehört hat, auch immer prüfen, dass sie die Besteckschublade einmal aufmacht und mir nur sagt, ob Dosenöffner, Schäler und so noch da sind. Ne? Also diese Sachen, die man halt mal braucht, die dann halt in der Beschaffung auch was anderes sind als eine Gabel, die fehlt, weil eine Gabel auch Ja, ich glaube, die landet ja vielleicht aussehen aus im Mülleimer oder sowas. Das kann ja passieren, Ja. dass du den Pizzakarton zuklappst, da war noch irgendwie Messer und Gabel drin und dann kommt das Papierkorb. Das würde ich jetzt eher sagen. Aber nee, genau, also deswegen denke ich auch, Checklisten ist da echt mega wichtig und auch sehr, sehr gut. Und glaube ich, das einzig Effektive, wie du das ja wirklich dann tracken kannst und sagen kannst, okay, so kann ich eine gewisse Qualität vorgeben und ich kann sicherstellen, dass ja auch geliefert wird. Ne? Absolut, ja. Genau. Okay. Gut. Ich würde sagen, lass uns an der Stelle Schluss machen. Auch Ja. über dein digitales Dings, also eigentlich ja mit der Themen über dein digitales Gästebuch, wo wir noch eigentlich vorgestellt haben. Aber wir Das haben jetzt eine stimmt. Stunde sieben, nee, wir sind Stunde 15. Lass uns das vielleicht auf nächste Woche verschieben. Wir sind ja nächste Woche, was haben wir dann nächste Woche? 7 Tage später wahrscheinlich. Dann haben wir noch ein Thema für nächste Woche, Kelvin, mit dem 11. Genau. Dann Willst können wir du, vielleicht auch schon ein Wohnungsupdate kriegen von dir, wie es aussieht. wir Weiß ich ja fangen nicht. erst am Montag an. Ja, okay. Das heißt, also ich kann dir dann berichten, ob wir angefangen oder nicht. Aber wir haben auf jeden Fall genug Themen. Wir würden auch vielleicht, also auf jeden Fall, digitales Gästebuch, was eigentlich für heute geplant war, würde ich auf nächste Woche schieben. Wir Kann haben man jetzt hier gleich. noch jemanden dazu holen? Ja, ne? Bestimmt. Man kann das Bestimmt. doch bestimmt auch zu dritt live machen, weil dann würde ich mal anfragen, ob Roamlike vielleicht Lust hätte, da dabei zu sein, die ja für dieses digitale Gästebuch verantwortlich sind, dass die vielleicht auch noch mal ein bisschen was zu Produktplatzierungen erzählen, wie das funktioniert, wie man mit denen Partner werden kann und sowas. Ist ja vielleicht für die einen oder anderen auch interessant. Sind ja auch Kooperationspartner vom Podcast. Sehr gerne. Also Genau. wenn wir direkt von so einer Quelle dazu Berichte kriegen, ich denke mal, also eine bessere und genauere und ausführliche Information kann man dazu nicht kriegen. Also versucht das vielleicht mal. Ich weiß nicht, ob die für sowas zu haben sind, weil ne, 20, 30 jetzt ja nicht die übliche Arbeitszeit. Aber man kann ja einfach Stimmt. schauen, ob wir die einfach Zoom, App hat ja eigentlich jeder auf dem Handy oder wie auch immer, ob man nicht dazu. Also klar, wir können ne, Ja, die und für ein, eine Viertelstunde, das reicht ja. Einfach kurz genau. pitchen, erzählen und dann kann ich das hier Ganze ja noch vertiefen. Genau. Genau, auf jeden Fall. Und dann würde ich aber sagen, wenn ihr Fragen habt, insbesondere jetzt auch zum digitalen Gästebuch und was man dazu machen kann, was man nicht dazu machen kann, sonstige Fragen habt, postet die Kommentare, dann würden wir vielleicht bis nächste Woche, wenn die zeitlich kommen, auch nochmal die berücksichtigen. Ja, dann machen wir es doch so. Ne? Das heißt dann, wie gesagt, Perfekt. also nächste Woche Montag, sprich, das ist der 11., wieder 20:30 Uhr, wie immer. Wie gesagt, ich befürchte, rein technisch werden wir noch nicht viel berichten können. Aber da geben wir richtig Vollgas. Also danach vielleicht mal kurz anzuteasern. Wir haben ja das auch schon soweit besprochen, was wir gemacht oder was alles gemacht wird. Wir werden die alte Küche entsorgen. Der Keller muss entrümpelt werden, weil es ist, wie es immer ist, der Keller stand lange Zeit leer. Wenn etwas im Keller leer steht, egal ob Dachboden oder Keller, leere Räume, zieht immer Müll an. Und wenn irgendwo Müll ist, wir sagen mal, Müll ist wie ein Magnet, da kommt noch mehr Müll dazu. Ne? Das heißt, der Keller ist dann komplett vermüllt. Den müssen wir entrümpeln. Dann wird der Fliesenspiegel entfernt, der alte, weil, wenn ihr euch daran erinnert, die Kochnische ging ja immer so als L so rum und davon waren nur so ja, 3/4 der linken Hälfte quasi nur gefliest und da fehlt rechts ein Stück. Ne? Jetzt ist es halt immer so, dass man die alten Fliesen ja niemals nachgekauft kriegen kann. Das heißt also, es ist ja auch nicht viel. Ne? Wir haben 1,50 Meter breite Küchenzeile. Das heißt also, wir werden die Fliesen dann, die alten Fliesen runternehmen. Und wir werden dann dementsprechend den gesamten Bereich komplett neu fliesen. Auch dann mit aktuellem Design. Ich glaube, das ist jetzt aktuell so 30x20er Silbergraue. Will man also weder vom Format noch von der Farbe her nehmen. Ne? Das will man auf jeden Fall austauschen. Also, sprich, neuer Fliesenspiegel kommt dahin. Dann Standbezieher wird ausgetauscht. Waschtischarmatur wird ausgetauscht. Der Ablauf wird ausgetauscht. Da hast du auch richtig coole Sachen für ausgesucht gehabt. Lasst euch überraschen, sehen richtig cool aus. Duscharmatur und Stange tauschen. Hast du auch was Schönes ausgesucht, auch wieder in einem Look.
Guckt einfach zu. Duschkabine ist schon bestellt. Ich habe, glaube ich, Lieferung, glaube ich, für den 14. habe ich avisiert. Das ist eine, die man so an der Ecke aufmacht, Ja, ne? genau, Eckeinstieg, ganz Anstatt zu richtig. schieben. Ganz Anstatt zu genau. schieben, ja, perfekt. Eckeinstieg, Echtglas, ganz genau richtig. So, dann machen wir einmal die Wand am Lichtschalter. Das hat man vielleicht im Video auch gesehen. Da ist im Lichtschalter rum, ist irgendwie Tapete entfernt worden, irgendwie schlecht beigeputzt worden. Das werden wir auf jeden Fall beheben. Dann werden wir die Fototapete am Bett anbringen. Danach Neuanstrich. Dann kommt Schalter- und Stellungsmaterial, kommt komplett neu, also tauschen wir mal aus. Der alte Boden kommt raus, es kommt neuer Boden rein. So, das sind momentan die Schritte, die wir momentan geplant sind im Hausmeisterservice. Was geplant ist, dass wir starten genau am 11. Und wir haben dafür uns 10 Tage eingeplant. Wobei bei uns ist immer so, wir planen halt, unsere Hausmeister haben ja zwei Kernbereiche. Wir haben ja einmal diese Sanierungsarbeiten jetzt mit der Wohnung, aber wir haben zum Beispiel heute auch einen Anruf gekriegt, Heizung ist ausgefallen. Das seht euch immer vor. Das heißt, wir müssen natürlich immer, wenn eine Heizung ausfällt, in der Heizungsperiode müssen immer die Leute abziehen. So, das heißt, sowas wie Wasserschaden, Wasseraustritt, Heizungsausfall. Ne, wir haben oft auch, dass Einbrüche sind, wo wir Wohnungssicherung machen müssen oder sowas. Da müssen halt immer vorziehen. Deswegen, also da müssen wir gucken, wir Oder haben ein das kaputter Kalte. Boiler. Genau, Kaltwasser ist Dann. natürlich auch immer ungünstig und so weiter. Also deswegen, das werden wir sehen, wie es sich ergibt, aber. In der übernächsten Woche werden wir auf jeden Fall schon viele Erfolge oder viele, viele Schritte davon schon zeigen können und abhaken können, dass es da vorwärts geht. Ansonsten parallel haben wir die Sachen ja schon zum großen Teil, glaube ich, mehr als die Hälfte, glaube ich, gefühlt, aber das weißt du besser, Kelvin, geordert. Viele Sachen sind auch schon eingetroffen. Wir kriegen hier, weiß nicht, jeder mit 10 Pakete, weil jeder verschickt alles in einzelnen Paketen. Egal welche Anbieter. Das heißt, danach wird die ganze Sache dann kommen, natürlich alles aufbauen, einrichten, hinstellen. Küche ist noch nicht geklärt, Küche müssen wir noch gucken. Das Studio, wo wir sonst bestellt haben, scheint Corona nicht überlebt zu haben, so wie es aussieht momentan. Das heißt also, da sind wir noch komplett offen. Ansonsten, glaube ich, wären wir technisch erstmal schon mit den Themen zumindest, ja, planungstechnisch durch. Also die Checkliste ist so gut wie fertig. Ich habe dir die ganzen Sachen, die noch nicht fertig waren, am Silvesterabend alle noch online gestellt. Das nenne ich Einsatz. Die sind alle auf dem Dokument schon drauf. Also wenn du das alles durch hast, dann haben wir zu 95% alles. Es fehlen noch Kleinigkeiten und es fehlt dann halt noch so ein bisschen was für den Keller. Das müsste man dann aber wieder ausmessen, welches Schwerlastregal dahin passt, ob da vielleicht eins über Eck hinpasst, ob da zwei hinpassen. Das müssen wir dann schauen, dass man da dann gegebenenfalls sowas wie diese Gastgeschenke halt lagern kann. Den Rest würde ich in der Abstellkammer in der Wohnung lagern, also frische Handtücher, Bettwäsche und so. Da habe ich mir auch eine coole Sache mit dem Raumteiler einfallen lassen. Ich weiß nicht, ob du das gemerkt hast, als du so ein Garderobenregal bestellt hast, dass das sehr lang Habe ich ist. gedacht, ja, das ist nicht eine Garderobe, das ist so ein viereckiges Teil, wo dann irgendwie eine Stange drin ist und hier und da was. Ja, Genau. habe ich mir schon gedacht, dass du was damit vorhast. Genau, und das würde ich nämlich statt einem Vorhang gerne so dazwischen schieben, dass die Leute merken, okay, das ist jetzt nicht unbedingt für euch gedacht, der Bereich da hinten, wo dann halt Putzmittel auch stehen und Staubsauger und alles, aber den so mit Filz, wie nennt man diese kleinen? Ach, ich habe es vergessen. Das ist so ein, naja, diese Möbel-Filz-Böppel. Dass man das gut, ganz gut schieben kann, ohne dass das halt Kratzspuren hinterlässt oder dass es anstrengend ist. Da macht man einfach relativ viele drunter, dann kann man das relativ geschwind hin und her schieben und dann kann die Putzkraft an alles ganz entspannt ran. Das ist aber nicht so präsent. Es hängt auch nicht irgendein Vorhang, der irgendwann einstaubt, weil er weniger benutzt wird und man kann, genau, man kann das noch ganz schön verstecken. Und wenn der Gast tatsächlich mal über einen Monat da ist oder so, hat er dann auch die Möglichkeit, das selber zu verrücken und mal durchzusaugen. Oder er sagt dann halt einfach Bescheid und die Reinigung macht man so eine Zwischenreinigung. Genau. Nee, kommen ganz coole Sachen. Ich freue mich tatsächlich auch, wenn das dann alles mal in Richtung Einrichtung geht. Vom Bett gibt es wahrscheinlich noch keine Rückmeldungen bis jetzt. Noch nie mal avisiert. Also normalerweise kriegst du ja mal doch, du kriegst ja Bestellbestätigung, dann kriegst du ja, wir haben jetzt deine Zahlung erhalten, dann kriegst du, okay, ist geplant für das und das und dann kommt ja irgendwann avisieren. Bis jetzt noch gar nichts. Das dauert noch. Was du übrigens meinst, wahrscheinlich Filzgleiter, kann das sein, das war das, Ja, was du genau. meinst? Okay, ist mir gerade auch eingefallen. Ja, und vor allem, wir müssen auch gucken, wie es mit Corona weitergeht. Also Lockdown,
aktuell offiziell bis zum 10. Ich habe jetzt eben schon mitgekriegt, dass man über den 30. wohl spricht. Also wird morgen entschieden, ja. Genau, richtig. Tendenziell wird der eher verlängert, als dass der ausläuft. Aber alles Spekulation jetzt nur. Was aber auch dazu man sagen muss, letztendlich der Lockdown spielt uns in die Karten. Ne? Also solange Lockdown ist, wie gesagt, also aktuell ist ja touristische Zwecke nicht erlaubt, nur geschäftliche Zwecke. Von daher entgeht uns jetzt nicht viel Geschäft. In der Zwischenzeit, wo wir halt mit der Sanierung oder mit dem Umbau, mit der Einrichtung noch nicht fertig sind, verpasst man so nicht den großen Teil des Marktes. Und auch, das hast du ja, Kelvin, ja immer gesagt, dass sowieso jetzt aktuell der Zeitraum ist, wo eh das Geschäft, ich sag mal, ziemlich, ziemlich flach ist. Also See, ne, nicht die Mega-Buchung reinkommen. Und von daher ist es so gesehen der beste Zeitraum für so eine Maßnahme, ne, weil besser jetzt, als wenn irgendwie das Highlight des Jahres ist und wir dann halt das komplett verpassen, weil wir erst danach irgendwie online gehen. Von daher, bester Zeitpunkt, finde ich. Wenn jetzt, wie gesagt, selbst wenn Corona jetzt oder die Beschränkung und der Lockdown bis zum 30. oder noch länger hinausgeht, ich glaube ganz ehrlich, wenn wir den 30. fertig sind, dann sind wir schon ganz gut gewesen. Und da spielen ein paar Faktoren noch nicht dabei, wie Bett zum Beispiel. Ist bestellt, ich glaube am 23.12. Mehr kannst du erstmal nicht tun. Ne? Da kannst du erwarten, dass das Ding muss produziert werden, das Ding muss irgendwann dann verpackt werden und irgendwann transportiert werden. So, und das können wir jetzt nicht mehr beschleunigen. Also von daher würde uns das in diesem speziellen Fall uns Corona nicht wirklich groß treffen. Im Gegenteil, es würde uns nicht wirklich schaden, weil wir im schlechtesten Zeitraum sind und da halt, wie gesagt, eh nicht viel vom Kuchen zu holen wäre. Ja, das stimmt definitiv. Also Januar und Februar sieht man auch überall, man versetzt sich in sich selbst hinein, Gastronomie und Tourismus ist abgesehen von Österreich, Alpenregionen und Skigebieten echt absolut Low-Phase. Ist aber deswegen auch gut, dass wir halt im Dezember gestartet sind, wo eh Lockdown war, oder beziehungsweise Ende November, eh höchster Lockdown, Weihnachtsmärkte und alles findet nicht statt, Tourismus ein bisschen eingebrochen, Geschäftsreisen auch im Dezember nicht mehr ganz so viele, ne? Abschluss des Jahres. Man konzentriert sich so ein bisschen auf Betriebsferien kurz vor Weihnachten bis über die Silvestertage und genau, deswegen sind wir perfekt gestartet. Also das ist eine sehr, sehr gute Blaupause. Bei anderen Monaten hat man dann halt immer diese Hummeln im Arsch, dass man so schnell wie möglich starten muss, damit einem nichts entgeht. Das ist jetzt bei uns nicht ganz so der Fall. Ich würde zwar trotzdem sagen, dass wir auf jeden Fall kostendeckend den Februar gestalten können, wenn wir sofort starten können. Aber das Ziel ist ja keine Kostendeckung, sondern dass wir damit Gewinn erwirtschaften. Und das wird dann hoffentlich, auch wenn der Lockdown noch bis Mitte Februar gezogen wird, das ist bei Sachsen gerade im Gespräch, weil wir ja immer noch sehr hohe Inzidenzwerte haben, dann spielt uns das am Ende auch nur in die Karten, weil die Leute danach erst recht verreisen wollen, unterwegs sind, Familien wieder besuchen und einfach viel mehr Bewegung ist. Ne? Also, da bin ich schon sehr zuversichtlich, auch was das Jahr 2021 angeht, gerade auch was die Impfstoffproduktion angeht, dass BioNTech eine neue Produktionsstätte aufmachen möchte. Das bedeutet ja auf jeden Fall, dass Fahrt reinkommt, dass für den Tourismus wieder zu hoffen ist. Und spätestens dann, wenn die Ländergrenzen für alle wieder offen sind und die Restriktionen sehr, sehr gering sind, wird es in Deutschland eh auch knallen. Also da bin ich sehr, sehr zuversichtlich und freue mich tatsächlich auch auf die Zeit, wenn endlich wieder Messen sind. Ich bin selber so ein sehr, sehr gerne Messengänger, finde das immer super inspirierend. Deswegen toi, 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 dass das ganz schnell wieder möglich wird. Genau, Kelvin, machen wir auf jeden Fall. Ich habe kurz Kommentare gecheckt. Ich habe keine einzigen Fragen dazu gekriegt. Vielen Dank mal für den ganzen Links dazu. Also, wie gesagt, alles, was jetzt der Kelvin gerade besprochen oder empfohlen hat, findet ihr unten in den Kommentaren drin. Die bleiben ja auch stehen. Also, das heißt also einfach, auch wenn ihr das Real Life anguckt, das Video, unten habt ihr alle Tools. Schaut euch die gerne an. Wenn was unklar ist, in die Kommentare. Wenn ihr konkrete Fragen dazu habt, Direktnachricht, Direct Message an Kelvin direkt. Er würde euch dann dementsprechend das richtige Paket empfehlen oder was euch an Hand nehmen oder wie auch immer. Also dann halt im speziellen Fall konkret euch dazu beraten, was ihr braucht. Ansonsten, wenn ihr Fragen habt, bis nächste Woche, gerne stellen. Wir werden gucken, dass wir die Firma Roomlack dazu kriegen, dass die nochmal vielleicht
eine sehr, sehr detaillierte Vorstellung von diesem digitalen Buch, was ja deutlich mehr kann als ein Gästebuch, vielleicht nochmal dazu genau präsentieren und vielleicht Möglichkeiten dazu aufstauchen. Ja, und dann freue ich mich auf nächste Woche Montag um 20.30 Uhr in Folge 7. Perfekt, super. Dann vielen Dank, dass ich mal wieder zu Gast sein durfte und schön, dass wir heute auch so ein bisschen in den Deep Dive gehen konnten, einfach mal so ein bisschen Transparenz ins Business reinbringen konnten, dass es greifbarer wird. Wie Christian schon angeteasert hat, nächste Woche dann hoffentlich mit Stargästen. Wenn Fragen zwischendurch auftauchen, stellt sie uns. Schreibt mich gerne konkret an, wenn ihr detailliertere Fragen habt, wenn ihr die Vermittlung zum Price Management haben wollt oder auch die Standortanalyse, kriege ich hin. Ja, und ansonsten sehen wir uns zu gewohnter Zeit nächste Woche, wie immer überziehend. Nie auf den Punkt kommend, obwohl wir diesmal wirklich viel Input hatten. Da war es schwierig, das abzukürzen. Genau, und ansonsten, ich hoffe, euch gefällt das Format genauso gut wie mir. Und wir sehen uns nächste Woche in aller Frische. Wir freuen uns. Macht's gut. Alles Gute. Bleibt gesund. Bis dann.